Und jetzt geht die PowerPoint-Folie leider nicht voran. Jetzt, okay. Gut. Zu Beginn wollte ich Ihnen die anderen Beteiligten vorstellen, die Sie wahrscheinlich aus Ihrem Alltag kennen: Krankenversicherung, Versorgungsamt, Jobcenter, Pflegeversicherung und das Integrationsamt. Mit denen werden wir uns im Laufe des Nachmittags weiter beschäftigen und gucken, was die so machen und wo die Sie unterstützen können. Der Vortrag ist so ein bisschen daran angegliedert, was beim Krebsinformationsdienst für Fragen eingehen. Und in letzter Zeit hatten wir doch einige Fragen, bei denen die Betroffenen Angst hatten, irgendwie ihre Krankenversicherung zu verlieren. Gleich vorab, die Krankenversicherung, die gesetzliche Krankenversicherung kann niemand rauswerfen. Der einzige Grund ist, wenn die Beiträge nicht bezahlt werden. Das heißt, wenn Sie eine Krebsdiagnose bekommen, müssen Sie keine Angst haben, dass Sie nicht behandelt werden, solange Sie Ihre Beiträge bezahlen. Sie werden auch behandelt, wenn Sie nicht bei den Früherkennungsuntersuchungen waren und auch wenn Sie hier und da oder auch insgesamt alternative Behandlungsmethoden bevorzugen, werden Sie trotzdem weiter in der Krankenversicherung bleiben können. Anderes Thema ist immer diese Genuntersuchungen, die ja heutzutage möglich sind, auch wenn da irgendeine Veranlagung für eine gehäufte Krebserkrankung in der Familie festgestellt wird, ist trotzdem so, dass Sie in der Krankenversicherung natürlich weiter versichert sind. Die einzige Ausnahme ist bei privaten Versicherungen, da kann es sein, dass die nachfragen und eventuell es da auch Probleme gibt. Das ist aber ein ganz kleiner Bereich, auf den ich jetzt auch nicht weiter eingehen möchte. Ab und zu kommen auch Fragen zu einer Krebsversicherung. Das heißt, dass bei einer Krebserkrankung die Versicherung einen bestimmten Betrag zahlt. Das läuft auch unter dem Namen Dread-Disease-Versicherungen. Dazu können wir in dem Sinn nichts sagen. Das ist nicht so unser Zuständigkeitsbereich. Nur so viel. Die Verbraucherzentralen sind da eher kritisch. Ich habe hier in die Folie einen Link eingebaut. Und entsprechend, wenn Sie sich damit beschäftigen wollen, können Sie das gern dort nachlesen. Wir haben den Vortrag der Jürgen Walter und ich aufgeteilt, so ein bisschen nach dem Ablauf. Welche Themen kommen im Laufe einer Erkrankung auf? Und hier fangen wir jetzt doch gleich mal an mit der psychoonkologischen Unterstützung. Das ist ja nicht einfach, die Diagnose dann einfach so wegzustecken häufig. Und es gibt eine Reihe an Unterstützungsmöglichkeiten. Insbesondere ist es so, dass zertifizierte onkologische Zentren in der Regel ein psychoonkologisches Angebot haben, dass Sie damit jemand sprechen können. Wenn Ihnen das nicht von dort angeboten wird, haben Sie natürlich die Möglichkeit, dort nachzufragen und zu gucken, was es dort gibt. Ein anderes Angebot, das Sie einfach und unkompliziert nutzen können, das sind die psychosozialen Krebsberatungsstellen. Die gibt es in größeren und kleineren Städten. Wir haben hier auch vor allem Krebsinformationsdienst eine Liste, wo Sie genau nachgucken können, ob in Ihrer Nähe eine ist. Diese Krebsberatungsstellen bieten kostenfreie Beratungen an zu allen Fragen, die sich so im Zusammenhang mit Krebs auftun, sowohl eben mehr so psychosoziale Fragen, wie gehe ich mit der Erkrankung um, als auch sozialrechtliche Unterstützungen, das, was wir hier heute auch bieten wollen. Moment. Okay, jetzt ist mir leider eine Folie abhanden gekommen. Ich wollte an dieser Stelle noch darauf eingehen, dass es natürlich auch die Möglichkeit gibt, Psychotherapie in Anspruch zu nehmen, wenn das zu einer größeren Belastung wird mit der Erkrankung. Da gibt es die Möglichkeit, Psychologen
Psychotherapie in Anspruch zu nehmen mit Therapeuten, die eine Zusatzqualifikation in Psychoonkologie haben. Dazu haben wir auch eine Liste und ich muss hier jetzt leider auf die darauf verweisen, wenn Sie die Folien im Nachgang herunterladen können, da finden Sie das. Okay, ein harter Sprung. Am Anfang einer Krebserkrankung stellt sich gerade bei jungen Menschen die Frage, ob es denn nach den doch intensiven Behandlungen, die stattfinden, überhaupt noch möglich ist, Kinder zu bekommen später. Da hat der Gesetzgeber jetzt in den letzten 1, 2 Jahren sehr daran gearbeitet, da die medizinischen Möglichkeiten auch von der Krankenversicherung finanzierbar und die Kostenübernahme zu ermöglichen. In der Praxis stellt sich das leider etwas schwieriger dar. Ich habe aus diesem Grund jetzt hier einfach nur mal diesen Gesetzestext als, ich muss sagen, als Gedächtnisstütze, wenn das Thema sich bei Ihnen bieten sollte oder zeigen sollte, dass Sie wissen, es gibt da. Carmen, du hängst jetzt, glaube ich. Ich höre dich jedenfalls nicht mehr. Du bist eingefroren. Carmen, ich glaube, du musst dich noch mal einwählen, ehrlich gesagt. Jetzt? Nee. Soll ich weitermachen, Frau Gold, in der Zwischenzeit? Das ist sinnvoll. Ja, ich würde gerade noch einen Augenblick warten, aber ich glaube, sie ist schon auf dem Weg, weil sie jetzt, glaube ich, gar nicht mehr dabei ist. Ja, da ist Jetzt sie. ist er. Ja. Haben. Hallo, Hörst ja, du ich uns bin, wieder? ich weiß jetzt gar nicht, bin ich zu hören, bin ich Ja. zu sehen, jetzt wieder. Bei mir ist gerade die Verbindung abgebrochen. Jetzt fehlt nur noch die Präsentation. Genau. Okay. Julia, könntest du die Präsentation irgendwie auf? Ja, aber ich habe deine jetzt ehrlich gesagt auch nur auf Libre. Hast du Animationen drin? Naja, es geht auch ohne, dann zur Not. Also Frau Flex, ich hätte auch noch Ja, bei mir ist. einen kleinen Moment.
So, da ist die Präsentation. Jetzt mache ich noch den Präsentationsmodus. Können Sie sie gut sehen? Ja, also ich sehe. Es ist aber jetzt der falsche Modus. Genau. So. Ja, jetzt. Dankeschön. Dann blätter ich mal gerade vor. Und Sie sagen mir dann einfach, wo es weitergeht. Und jetzt, genau, hier würde ich jetzt genau, gern noch zwei Sätze sagen. Okay, wir waren bei der Kryokonservierung. Da geht es eben darum, dass Ei- oder Samenzellen oder Keimzellgewebe aus dem Körper entnommen wird und eingefroren und später wieder aufgetaut werden kann und dann im Rahmen einer künstlichen Befruchtung Kinder gezeugt werden können. Das ist ein neuer Anspruch in der gesetzlichen Krankenversicherung, bei dem es, wie gesagt, in der Umsetzung jetzt viele Probleme gibt. Ich würde die jetzt, vielleicht weil ich jetzt auch so Zeit verloren habe, nicht im Einzelnen darstellen, sondern darauf verweisen, wenn es Probleme gibt, können Sie gern vielleicht auch im Chat oder so die Fragen an uns richten. Dann würde ich weitermachen. Genau, dann kommt jetzt der Jürgen Walter. Beende ich die Freigabe, dass Herr Walter wieder präsentieren kann. Dann sage ich mal kurz Hallo in die Runde. Vielen Dank für die Einladung und freut mich, dass ich teilnehmen kann. Ich hoffe, Sie sehen mich und ich hoffe, Sie hören mich. Und noch viel mehr hoffe ich, dass Sie mich auch verstehen. Frau Geulen lädt ja für mich die Präsentation hoch. Ja. Also hier sehen Sie einfach so nochmal die Entwicklung von einer wirtschaftlichen Situation im Verlauf einer längeren Krebserkrankung. Ist so ein Überblick. Auf der einen Seite ist es so, dass sich bei einer langen Behandlung das Einkommen reduziert. Sie kriegen erst Entgeltfortzahlung und irgendwann mal landet man, wenn man Pech hat, bei der Rente oder möglicherweise sogar bei der Grundsicherung. Auf der anderen Seite ist es so, dass natürlich die Ausgaben steigen in bestimmten Bereichen. Das fängt an mit Zuzahlungen bei allen Leistungen, die Sie von der Krankenkasse bekommen. Es fallen Zuzahlungen an, Sie müssen Eigenbeteiligung leisten, Sie haben andere Kosten, angefangen von der Haushaltshilfe über Faden und. Oder wenn Sie noch alternative Behandlungsmethoden oder komplementäre Maßnahmen in Anspruch nehmen. Das heißt, das Verhältnis Einkommen, Ausgaben verändert sich. Und da ist es gut, dass man, wenn man weiß, wo man im Ernstfall darauf zurückgreifen kann, um Unterstützung zu bekommen. Jetzt die nächste Folie, bitte. Und hier sehen Sie nochmal jetzt für Menschen, die ein versicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis haben, wie da so letztendlich das System der Lohnersatzleistungen aussieht. Zum Ersten gibt es Entgeltfortzahlung. Ich habe Ihnen so die Gesetzestexte mit draufgeschrieben, für wen es interessiert, kann dann nochmal nachgucken, wo das genau steht und wie der genaue Wortlaut der rechtlichen Grundlagen ist. Also im Prinzip für alle sozialversicherungspflichtig Beschäftigte heißt erstmal 6 Wochen Entgeltfortzahlung für eine Erkrankung. Ein neuer Anspruch auf Entgeltfortzahlung entsteht erst dann, wenn man quasi ein Jahr lang krank war. Das gilt nicht fürs Kalenderjahr, man rechnet da von Beginn der Arbeitsunfähigkeit aus. Oder dann, wenn man zwar krank war, das Jahr nicht vorbei ist, aber man mindestens 6 Monate am Stück gearbeitet hat und diese 6 Monate nicht durch die Ursprungserkrankung unterbrochen waren. Also wenn man jetzt eine andere Erkrankung in diesen 6 Monaten hat, also eben jetzt nicht ausgehend von der Krebserkrankung, zum Beispiel eine Erkältung oder wenn man sich was gebrochen hat, dann gilt es nicht als Unterbrechung dieser 6 Monate. Auch dann würde also wieder ein Anspruch auf Lohnfortzahlung oder Entgeltfortzahlung entstehen. Entgeltfortzahlung entsteht nur, das ist vielleicht noch ein Hinweis, wenn man ein neues Arbeitsverhältnis beginnt, entsteht nach 4 Wochen Dauer des Arbeitsverhältnisses. Also in den ersten 4 Wochen ist normalerweise die Krankenkasse dran, wenn man ein neues Arbeitsverhältnis begonnen hat. Das Krankengeld, und da kommen wir zum Thema, das ich vorher angesprochen habe, das kriegt man
78 Wochen innerhalb dieser 3 Jahre. Man muss aber bedenken, das Krankengeld ruht in Zeiten, in denen andere Leistungen vorrangig sind. Das wäre zum Beispiel die Entgeltfortzahlung. Die kriegt man 6 Wochen. Das heißt, reduziert sich das Krankengeld schon auf 72 Wochen. Wenn man zum Beispiel eine Reha macht und kriegt in der Reha Übergangsgeld vom Rentenversicherungsträger, dann wird auch diese Zeit abgezogen. Also dann wäre man schon bei 69 Wochen. Das heißt, im Endeffekt maximal 1,5 Jahre Entgeltfortzahlung, Krankengeld und Übergangsgeld. Und dann ist man aus dieser Nummer draußen. Dann gibt es in einer späteren Phase dann möglicherweise einen Anspruch auf Arbeitslosengeld. Aber da kommen wir nachher nochmal drauf. Was die Höhe des Krankengeldes angeht, so nur über den Daumen, 70% vom letzten Brutto, maximal 90% vom Netto. Es gibt 2 Berechnungswege. Davon gehen noch Rentenversicherungsbeiträge und Arbeitslosenversicherungsbeiträge ab. Also man kann so grob sagen, es sind ungefähr 70% vom letzten Netto, die dann quasi auf dem Tisch des Hauses sind. Also das ist schon mal die erste Einbuße, mit der man da irgendwie klarkommen muss. So, bitte nächste Folie, Frau Wegremers. So, Sie können auch, das ist vielleicht die Frage, die zwischendurch gestellt wurde, man kann natürlich auch während der Therapie arbeiten und diese Krankheitszeiten und Arbeitsunfähigkeitszeiten können unterbrochen werden. Sinnvoll ist immer, dass man guckt, passt das zur Behandlung, passt das zu meinem eigenen Lebensplan, lässt es meinen Gesundheitszustand zu. Menschen, die wir beraten, jetzt gerade in den Tagesklinik bei uns im NCT hier, die arbeiten teilweise, je nachdem, in welcher Branche sie arbeiten, wenn das geht. Es geht im kaufmännischen Bereich, im Verwaltungsbereich, im Büro vielleicht besser als irgendwo im gewerblichen Bereich. Wenn man in der Produktion arbeitet oder auf einer Baustelle, da ist es unter Umständen schwieriger. Aber man kann natürlich diese Zeiten auch unterbrechen. Und wenn das möglich ist und wenn man es möchte, ist es unter Umständen auch sinnvoll, eben um sich diesen Anspruch auf Krankengeld, solange es geht, zu erhalten. Drücken Sie mal aufs Knöpfchen, bitte, Frau Wegremers, danke. Also es gibt aber, das muss man wissen, es gibt bei uns kein Teilkrankengeld. Das nächste Mal aufs Knöpfchen. Also kein, und nochmal. Aber, und jetzt nochmal, sondern nur das volle Krankengeld. Es gibt kein halbes Krankengeld, man kann das nicht, ja. Und so sieht es nämlich aus, und jetzt nochmal. So, also nur volles Krankengeld. Es gibt zwar Planungen des Gesetzgebers, dass man da möglicherweise über ein Teilkrankengeld nachdenkt. Das hat aber Vor- und Nachteile. Können wir auch hier nicht diskutieren. Man muss nur wissen, in der aktuellen Situation, entweder Sie sind krank oder Sie sind nicht krank. Und wenn Sie Ihre Situation, die Arbeitssituation der Krankheitssituation anpassen wollen, ist es möglicherweise sinnvoll, in Kontakt mit dem Arbeitgeber zu bleiben und zu gucken, wie man das konstruieren kann, dass man sagt, okay, man arbeitet noch ein paar Stunden oder man arbeitet ein paar Tage in der Woche, so wie es die Therapie in die Erkrankung zulässt, wenn es überhaupt möglich ist. Und dann muss man das eben so sauber darstellen, auch im Kontakt zur Krankenkasse, dass man eben sagt, beispielsweise bei einer Chemotherapie, ich bin jetzt während 3-4 Tagen in der Woche, wenn ich meine Therapie bekomme, krankgeschrieben, dann kann ich wieder 1,5 Wochen arbeiten und dann kommt dieser neue Therapiezyklus, dann lasse ich mich wieder krankschreiben und arbeite dann wieder. Das ist zwar mit einem erheblichen Verwaltungsaufwand möglicherweise für Kassen verbunden, aber es sind durchaus Wege, die man gehen kann, um nicht sein Krankengeld abzufrühstücken und vielleicht auch tut es dem einen oder anderen Menschen gut, wenn er noch während der Therapie, wenn sie es zulässt aus medizinischen Gründen, berufstätig sein kann. Da muss man gucken, dass man ganz individuelle Lösungen findet. Letzter Punkt ist dann in diesem Fall, besondere Regelungen gibt es natürlich für Privatversicherte, für Bezieher von Krankentagegeld, für Beamte und Selbstständige. Das hängt vom Versicherungsstatus ab. Also wenn jemand kein gesetzliches Krankengeld bekommt, zum Beispiel privates Krankentagegeld, sind die Regelungen anders. Wenn Sie nochmal bitte draufdrücken, Frau Wegremers. Aufs Knöpfchen. Bitte. Da wäre was anderes gekommen. Ja gut, also dann nochmal nur den Hinweis für privatversicherte Beamte. Auch beim Krankentagegeld, das ist zwar nicht zeitlich befristet, wie jetzt zum Beispiel das gesetzliche Krankengeld, aber die Versicherungsträger, die privaten Krankenversicherungen, können durchaus prüfen, ob noch
die Berufsfähigkeit vorliegt, weil ein Ausschlussgrund für das private Krankentagegeld ist das Vorliegen von Berufsunfähigkeit. Und nach einer gewissen Zeit prüfen die das sehr wohl. Das heißt, auch da ist wichtig, dass man so ein bisschen guckt, wie ist denn meine momentane Situation? Kann ich möglicherweise im Rahmen der Erkrankung noch arbeiten oder nicht? Und welche Informationen gehen auch an die Versicherung? Das gilt also auch für Menschen mit einer privaten Versicherung. Das wäre also mal dieser Bereich Entgeltfortzahlung und ja, wie geht es finanziell weiter nach dem Eintritt von einer Erkrankung? Zum Thema Schwerbehindertenrecht, auch da versuche ich so ein bisschen flott drüber zu gehen. Jeder Mensch mit einer Tumorerkrankung hat im Großen und Ganzen Anspruch auf Feststellung einer Schwerbehinderung. Schwerbehinderung heißt, dass der Grad der Behinderung über 50 liegt. Früher hat man davon in Prozenten gesprochen. Prozente sind es nicht mehr. Man spricht vom Grad der Behinderung von 20, 30, 40, 50. Schwerbehindert ist man, wie gesagt, ab einem Grad von 50. Es gibt auch Grade, die geringer sind, 20, 30, 40. Da ist man aber nicht schwerbehindert. Die Folgen oder die Konsequenzen für betroffene Menschen, man hat einen besonderen Schutz im Arbeitsleben. Das ist so das eigentliche Feld, wo sich das Schwerbehindertenrecht auswirkt. Zum einen erweiterten Kündigungsschutz. Das heißt nicht, dass man nicht gekündigt werden kann. Man kann sehr wohl gekündigt werden, aber eben nur mit Zustimmung der Integrationsämter. Also der Kündigungsschutz ist erweitert und das Kündigungsverfahren für den Arbeitgeber aufwendiger. Man hat 5 Tage Zusatzurlaub. Man hat unter bestimmten Voraussetzungen, das ist im Schwerbehindertenrecht geregelt, Anspruch auf einen Teilzeitarbeitsplatz. Mehrarbeit kann begründet abgelehnt werden, wenn es vom Arbeitgeber angeordnet wird. Man hat Anspruch auf Unterstützung durch die Integrationsfachdienste, die arbeiten mit den Integrationsämtern zusammen. Auch was die Ausstattung des Arbeitsplatzes angeht, wenn es um Probleme am Arbeitsplatz angeht und so weiter. Da ist es unter Umständen wichtig, dass man die mal einschaltet. Und man hat, oder man nicht man selber, aber der Arbeitgeber hat auch natürlich jetzt nicht Vorteile, aber sogenannte Nachteilsausgleiche letztendlich durch einen Mitarbeiter, der einen Schwerbehindertenstatus hat. Der Arbeitgeber kann Unterstützung bekommen, wenn es um die Ausstattung des Arbeitsplatzes angeht, in Einzelfällen sogar bis hin zu diesem sogenannten Beschäftigungssicherungszuschuss. Früher hieß es Minderleistungsausgleich, glaube ich. Also wenn jemand aufgrund von einer Erkrankung nicht mehr so arbeiten kann, wie das bisher war, und da es dadurch zu Leistungseinbußen kommt, besteht die Möglichkeit, dass der Arbeitgeber sich diese Leistungsreduktion ausgleichen lassen kann über das Integrationsamt. Man muss das im Einzelfall prüfen, welche Möglichkeiten es da gibt. Und da ist es dann wirklich sinnvoll, den Integrationsfachdiensten Kontakt aufzunehmen, die örtlich zuständig sind. Nächste Folie bitte. Ein anderer Punkt noch, oder der letzte Punkt, den man noch erwähnen muss, ist im Schwerbehindertenrecht neben diesen konkreten Erleichterungen oder Nachteilsausgleichen am Arbeitsplatz sind steuerliche Erleichterungen. Da haben sich die Beträge für die sogenannten Freibeträge deutlich erhöht. Im letzten Jahr war das, glaube ich, gewesen. Sie haben auf der einen Seite, auf der rechten Seite der Folie die Tabelle. Also Sie haben einen Steuerfreibetrag zwischen 380 und bis hin zu knapp 7.500 € bei einer festgestellten Schwerbehinderung, je nach Grad der Behinderung oder festgestellten Merkzeichen. Also es macht sich steuerlich in der Tat bemerkbar. Von daher ist es sinnvoll, diesen Ausweis zu beantragen. Man muss ihn auch zum Beispiel, wenn man das nicht möchte, dem Arbeitgeber nicht vorlegen. Wenn man sagt, ich verzichte auf die Nachteilsausgleiche am Arbeitsplatz, aber steuerlich ist es mir wichtig, dann kann man sagen, man beantragt das Ding und setzt es nur ein, um zum Beispiel beim Finanzamt bei der Steuer diese steuerlichen Erleichterungen geltend zu machen. Neben den Nachteilsausgleichen, die jetzt unmittelbar mit dem Grad der Behinderung verbunden sind, gibt es noch bestimmte Buchstaben im Ausweis. Sie haben es vorher auf dem Beispielausweis gesehen. G für gehbehindert, AG für außergewöhnlich gehbehindert, B für Begleitperson und so weiter und so fort. Und mit diesen jeweiligen Merkzeichen oder Buchstaben sind wieder im Einzelfall weitere Nachteilsausgleiche verbunden. Da werden Sie drüber informiert oder kriegen so eine Informationsschrift, wenn Sie den Ausweis beantragen. Das können sein Nachteile, Erleichterungen im Nahverkehr. Das kann sein Nachlass bei der Kfz-Steuer, Parkerleichterungen, wenn Sie im G oder AG im Ausweis haben und so weiter und so fort. Das macht also in der Tat Sinn, diesen Ausweis zu beantragen. Manchmal wird die Frage gestellt, hat er auch Nachteile? Im Moment würde ich eher sagen, wenig, weil durch die Antidiskriminierungsgesetzgebung macht es eigentlich Sinn,
dieses Ding zu beantragen. Und man hat, wie gesagt, wenig Nachteile, auch nicht, weil ich eben die Frage habe, aufpoppen sehen in dem aktuellen Bewerbungsverfahren, weil man ist nicht verpflichtet anzugeben, dass man schwerbehindert ist. Früher hat man mal gesagt, man muss das machen, aber da ist die Rechtsprechung mittlerweile, kann mich Frau Flex korrigieren, wenn das nicht ganz korrekt wäre, aber da ist die Rechtsprechung, glaube ich, ziemlich eindeutig. Also wenn Sie das nicht angeben wollen, müssen Sie das nicht machen, weil es eben im Rahmen der Antidiskriminierungsgesetzgebung Ihr gutes Recht ist zu sagen, ich verzichte auf diese Mitteilung gegenüber meinem Arbeitgeber. Und Sie können es trotzdem später, wenn es zum Kündigungsverfahren kommen würde, geltend machen. So, bitte die nächste Folie. So, die nächste. Fahrkosten. Ja, Sie haben, wenn Sie eine Krebserkrankung haben, wenn Sie quasi so in der Diagnosephase sind, Therapie ist geklärt, Sie bekommen beispielsweise eine Chemotherapie, eine Strahlentherapie, dann ist immer die Frage, wie erreiche ich jetzt zum Beispiel die Tagesklinik oder meine ambulante Praxis, in der die Chemotherapie durchgeführt wird oder die Bestrahlung. Die Regelung der Fahrtkosten ist im Sozialgesetzbuch 5. Da ist das ganze Recht der Krankenkasse geregelt. Man kann kurz sagen, Fahrtkosten werden übernommen im Wesentlichen im Zusammenhang mit stationären oder teilstationären Leistungen. Voraussetzung ist, dass die Fahrten natürlich medizinisch zwingend notwendig sein müssen. Bei ambulanten Behandlungen bekommen Sie normalerweise keine Fahrtkosten erstattet. Die Ausnahme ist, wenn es sich um eine Serienbehandlung handelt. Serienbehandlungen sind klassisch Chemotherapien, Strahlenbehandlungen und heute gibt es die neueren Therapien, Immuntherapien, also antitumorale oder antineoplastische Therapien, wie man so schön sagt. Also alles, was in Serienbehandlungen durchgeführt wird. Da werden die Fahrten erstattet. Ein bisschen schwierig ist es, wenn jemand Chemotherapie in Tablettenform bekommt und nur zur Laborkontrolle oder zur Kontrolle der Blutwerte in der Praxis muss. Da tun sich die Krankenkassen manchmal schwer. Da muss man das im Einzelfall beantragen und gucken, was rauskommt. Was leider immer momentan in der aktuellen Situation so ein Problem ist, ist, dass man da keine endgültige, konsistente Aussage machen kann. Die Leistungsträger gehen unterschiedlich mit solchen Anträgen um. Die Rechtsgrundlage ist eigentlich, denkt man, eindeutig, aber die Wirklichkeit ist weniger eindeutig. Also im Einzelfall immer sinnvollerweise beantragen. Ein wichtiges Kriterium ist, die Behandlung muss in der wohnortnächsten Einrichtung durchgeführt werden. Also wenn jemand in ein Zentrum will oder in ein großes onkologisches Zentrum, in ein CCC, Comprehensive Cancer Center, und es ist in Wohnortnähe, ist ein Organzentrum, zum Beispiel ein Brustzentrum, dann kann es sein, dass Krankenkassen sagen, die Fahrt wird nur bis zur wohnortnächsten Einrichtung bezahlt. Eben zur ambulanten Praxis beispielsweise, die einem Brustzentrum angegliedert ist und die gleiche Behandlung, leitliniengerechte Behandlung durchführen kann. Da muss man dann schon gute Gründe haben, wenn man eine Behandlung in einem großen Zentrum durchführen will, eine komplexe Erkrankungssituation. Was auch kein Argument ist, das vielleicht noch, das steht aber in der ersten Zeile, Fahrten werden übernommen im Zusammenhang mit einer Leistung der Krankenkasse, das heißt Studientherapien. Wenn man Ihnen eine Studientherapie anbietet, ein Zentrum, fragen Sie immer nach, wie ist das mit den Fahrtkosten? Weil wenn die Krankenkasse nicht Träger der Leistung ist oder Träger der Studie, dann übernimmt sie auch nicht die Fahrtkosten. Wenn das über eine pharmafinanzierte Studie geht oder über eine Studie, die über das Krankenhaus, das Zentrum selber läuft, muss man dann wirklich mit dem Zentrum klären, wie ist das denn mit den Fahrtkosten, wenn ich regelmäßig kommen muss und eine weite Anfahrt habe und das nur mit dem Taxi zu bewältigen ist. Eine Ausnahme von dieser Regelung, dass nur stationäre oder teilstationäre Fahrten übernommen oder Fahrten zu stationären oder teilstationären Leistungen übernommen werden, gilt für Menschen, die eine Schwerbehinderung haben und Merkzeichen AG für außergewöhnlich gehbehindert oder Menschen, die mindestens einen Pflegegrad 3 haben und eine Behinderung, die jetzt letztendlich die Gehfähigkeit betrifft. Wichtig ist, wenn Sie nochmal auf den Knopf drücken, bitte, Frau Wegremers, genau, dass Sie vor jeder Behandlung die Genehmigung der Krankenkasse einholen, beziehungsweise bevor Sie die Fahrten antreten. Es gibt zwar sogenannte genehmigungsfreie Fahrten, das wären beispielsweise Fahrten zu Chemotherapien, aber die Praxis hat gezeigt, dass es sinnvoll ist, wenn man die Genehmigung auf dem Tisch hat. Das ist
Ganz einfach, man holt sich bei dem Arzt, der einen behandelt, oder in der Klinik, die einen behandelt, den Transportschein und reicht den bei der Krankenkasse ein. Man kriegt dann eine Genehmigung mit dem Durchschlag für den Taxifahrer. Wichtig ist, dass die Taxifahrer, dass die diese Genehmigung in der Hand haben und dass die sagen uns oft in der Praxis, nur mit dem reinen Transportschein übernehmen wir die Fahrten nicht, weil wir dann unserem Geld hinterherrennen müssen. Also auch wenn die Fahrten faktisch genehmigungsfrei wären, ist es einfach sicherer, wenn man sich die Genehmigung einholt. So, dann die nächste Folie bitte. Haushaltshilfe. Nächstes Thema, das auch in der frühen Erkrankungsphase oftmals von Bedeutung ist, betrifft zum einen Menschen, die Kinder haben, zum anderen aber auch Menschen, die durch eine Therapie oder eine Erkrankung erstmal in die Situation versetzt werden, dass sie sich selber nicht mehr adäquat versorgen können. Da gibt es so zwei Schienen, die man bedenken muss. Das eine ist eben, wie gesagt, die Familie, sage ich jetzt mal, mit Kindern. Da ist Voraussetzung für eine Haushaltshilfe, dass A, Kinder unter 12 Jahren, laut Gesetz. Aber in den meisten Krankenkassen Satzungen steht mittlerweile drin, Kinder bis zum Alter von 14 Jahren. Also wenn eine Familie Kinder hat, die bis laut Gesetz 12 oder Satzung 14 Jahre alt sind, dann besteht Anspruch auf Haushaltshilfe oder ja, Versorgung der Kinder, wenn keine andere Person im Haushalt lebt, die diese Hilfe übernehmen kann. Also angenommen, nehmen wir das Beispiel von einer Frau und Mutter, die eine Brustkrebserkrankung hat, hat zwei Kinder im Alter von 3 und 7 Jahren beispielsweise. Der Ehemann ist Vollzeit berufstätig, die Frau normalerweise halbtags berufstätig. Der Ehemann kann nicht zu Hause bleiben, kann die Kinder nicht versorgen. Ist eine klassische Situation für eine Haushaltshilfe. Im stationären Setting, also wenn diese Frau im Krankenhaus wäre, würde operiert werden, gibt es die Haushaltshilfe mehr oder weniger unbegrenzt für die Zeit des Krankenhausaufenthaltes. Wenn sie ambulant oder teilstationär behandelt wird, maximal 26 Wochen. Wegen der Chemotherapie beispielsweise, wenn sie da eingeschränkt wird. Den Umfang im Einzelfall muss man dann quasi bei der Antragstellung klären. Für den Antrag braucht man ein Antragsformular, das fordert man bei der Krankenkasse an. Dazu muss eine ärztliche Bescheinigung, dass die Situation eben ist, wie sie ist. Wird eine Chemotherapie durchgeführt, die Kinder müssen versorgt werden. Die Frau kann es nicht aufgrund der Einschränkungen durch die Therapien, durch die Belastungen, Erschöpfung, Müdigkeit, Folgen der Chemotherapie, wie auch immer, muss man im Einzelfall dann kurz begründen. Und dann läuft das eigentlich. Der andere Fall wäre, wenn jemand keine Kinder hat, eine alleinstehende ältere Dame, alleinstehender älterer Herr, der durch die Chemotherapie bekommt nach einer Tumorerkrankung, der zum Beispiel einen Akutkrankenhausaufenthalt hat oder eine Chemotherapie bekommt, wie auch immer. Da werden, auch da besteht die Möglichkeit einer Haushaltshilfe, wird aber in der Regel nur für 4 Wochen genehmigt. Je nachdem, wie die Krankenkasse das handhabt, muss man das dann immer wieder alle 4 Wochen neu beantragen. Manche Krankenkassen sind bei der Chemotherapie mittlerweile auch, oder machen das auch so, dass man quasi für den Gesamtzeitraum der Chemotherapie einen Antrag stellen kann. Also jeder Einzelfall ist da ein bisschen anders. Ich kann Sie nur ermuntern, zu den Sozialdiensten der Kliniken zu gehen oder jetzt in den jeweiligen Einrichtungen, wo Sie möglicherweise betreut oder behandelt werden, und das dort anzusprechen oder sich an eine Krebsberatungsstelle zu wenden, wenn es da keinen Sozialdienst gibt, da wo sie behandelt werden. Die Haushaltshilfe kann übernommen werden von Freunden und Bekannten. Die kann von einem Fachdienst, solchen sogenannten haushaltsnahen Dienstleistern oder einer Sozialstation übernommen werden. Auch vom Partner, der Partnerin. Wenn dem Verdienstausfall entsteht, ist die Form der Haushaltshilfe eben dann die Erstattung des Verdienstausfalles. Auch das kann man im Einzelfall prüfen. Und das gilt so grob für die Haushaltshilfe. Wenn dazu jetzt nochmal, wie gesagt, im Einzelfall kann man da schlecht jetzt abarbeiten, aber damit Sie einfach einen groben Überblick haben für die Einzelfallfragen, würde ich Sie in den Chat verweisen oder dann, wie gesagt, konkret an Ihren Sozialdienst, der Sie in Ihrer Situation da berät. Die nächste Folie bitte. Genau, das habe ich ja schon gesagt. Abweichungen je nach Krankenkassensatzung möglich, eben von den 12 Jahren auf 14 Jahren, auch was die inhaltliche Ausgestaltung angeht. Und auch hier wieder von Bedeutung, Genehmigung sofort von der Krankenkasse einholen, sofort einen Antrag stellen. Wenn Sie einen Dienst beauftragen, ist es wichtig, dass Sie die Genehmigung von der Krankenkasse auf dem Tisch haben. So, und jetzt die nächste Folie bitte.
Kurzer Abstecher nochmal zur Aufforderung zur Rehabilitation im Zusammenhang mit dem Krankengeld. Wenn Sie Krankengeld beziehen, wenn Sie länger krank sind, und das machen mittlerweile viele Krankenkassen, kann die Krankenkasse Sie auffordern, eine Reha zu beantragen. Voraussetzung ist, dass ein ärztliches Gutachten vorliegt, das eine Aussage dahingehend macht, dass Ihre Erwerbsfähigkeit gefährdet oder gemindert ist. Das ist eigentlich mittlerweile bei jeder Tumorerkrankung der Fall, weil die Behandlungen in der Regel länger wie ein halbes Jahr dauern. Also von daher, das droht eigentlich oder blüht eigentlich jeden Menschen, der eine Krebserkrankung hat, dass irgendwann mal diese Aufforderung auf den Tisch flattert, letztendlich ins Haus flattert. Diese Aufforderung hat Konsequenzen, die aber nicht immer dramatisch sein müssen, aber im Einzelfall sein können. Es muss ein Antrag auf eine Reha innerhalb einer 10-Wochen-Frist gestellt werden, auch wenn sie noch in Akutbehandlung sind. Und die Konsequenz ist, wenn dieser Antrag dann gestellt ist, dass die eigenen Gestaltungsrechte, so heißt es, in Bezug auf eine spätere Entscheidung, was den Reha-Ort angeht, was den Zeitpunkt der Reha angeht, einer möglichen Rente, das ist auch mit der Hintergrund, dass diese Gestaltungsrechte eingeschränkt sind. Also von daher ist es eine Sache, die eine Tragweite hat. Ich will einfach darauf hinweisen, dass sowas kann Ihnen quasi auch, wie gesagt, ins Haus flattern. Wenn sowas kommt, lassen Sie sich beraten. Drücken Sie nochmal auf den Knopf, bitte. Sind Sie so nett, Frau Wegremers? Genau. Holen Sie sich Beratung ein, entweder bei Sozialdiensten, gehen Sie zu einer Krebsberatungsstelle, rufen Sie beim KIT an, dass Sie da sich einfach nochmal informieren, oder wenden Sie sich an VDK oder einen anderen Sozialverband, wie man mit diesem Ding umgeht. Es gibt Fälle, man kann da keine pauschale Empfehlung abgeben. Es gibt Fälle, wo es sinnvoll ist, einfach dann einen Antrag innerhalb der Frist zu stellen. Es gibt aber Fälle, wo ein Widerspruch Sinn macht. Man muss es im Detail wirklich diskutieren und sich angucken, abhängig von der Situation des jeweiligen betroffenen Menschen. Wichtig ist einfach, dass man das im Blick hat, wenn sowas kommt, dass man nicht ganz einfach den Antrag unterschreibt, den Reha-Antrag, den dann stellt und zurück an die Krankenkasse schickt, ohne sich groß Gedanken zu machen, weil es kann im Einzelfall Auswirkungen haben, die man vorher nicht bedacht hat. Aber ohne da, wie gesagt, Ihnen da jetzt Sorgen machen zu wollen, einfach, wenn das Ding kommt, sich das angucken und sich nochmal Rat einholen, dass man nochmal klug drüber nachdenkt, welcher Weg im Einzelfall da sinnvoll ist. So, und da werden wir, glaube ich, jetzt auch bei der nächsten Folie generell zur Reha kommen. Ja, genau, das kann auch bei Beziehern von Krankentagegeld passieren. Eben, das habe ich vorhin ja schon mal kurz gesagt. Wenn die private Versicherung quasi prüft, ob Berufsunfähigkeit vorliegen könnte, da gilt Ähnliches für Bezieher von privaten Krankentagegeld. So, dann kommen wir jetzt zur medizinischen Rehabilitation. Da gibt es jetzt eigentlich zwei Stränge, sage ich jetzt mal. Es gibt sogenannte Anschlussheilbehandlung nach einer onkologischen Erkrankung und Behandlung, oder es gibt die Form der onkologischen Nachsorge. Festigungskur hat man früher gesagt. Beides sind Formen der medizinischen Rehabilitation, die letztendlich inhaltlich gleich sind, aber formell andere Zugänge sind. Wie der Name schon sagt, bei der AHB ist eine Anschlussheilbehandlung, die muss innerhalb einer bestimmten Frist nach Ende der Behandlung angetreten und beantragt werden. Die normale, sage ich mal, medizinische Reha, da hat man mehr Zeit, bis zu einem Jahr, unter bestimmten Umständen bis zu 2 Jahre nach Ende der Primärbehandlung. Kostenträger sind in der Regel bei gesetzlich Versicherten die Rentenversicherungsträger. Also wenn man gesetzlich rentenversichert ist, wenn man sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist, ist da normalerweise die Rentenversicherung im Boot, wenn man im erwerbsfähigen Alter ist, weil Ziel so einer Reha-Maßnahme ist eigentlich immer Erhalt der Erwerbsfähigkeit. Und deswegen liegt da die Zuständigkeit bei der Rentenversicherung. Bei der onkologischen Erkrankung ist es aber auch übers Rentenalter hinaus so, dass in den meisten Fällen die Rentenversicherungsträger zuständig bleiben. Ist traditionell bedingt, ich kann Ihnen nicht mehr genau sagen, woran das liegt, aber die Onkologie war immer Sache der Rentenversicherungsträger. Eine Ausnahme gibt es in Nordrhein-Westfalen, da gibt es die ARG Krebsbekämpfung, da laufen die Anträge über diese Arbeitsgemeinschaft. Wenn jemand nicht gesetzlich rentenversichert ist, kann es sein, dass es über die Krankenkassen, über die gesetzliche oder über die private Krankenkasse läuft, bei Beamten, Beihilfeträger und je nachdem, wie die Versicherungsverhältnisse sind, auch über soziale
Hilfeträger, und da habe ich ja die Arbeitsgemeinschaft Krebsbekämpfung nochmal drinstehen. So eine Maßnahme dauert in der Regel 3 Wochen, wird im Einzelfall auch verlängert, wenn man es rechtzeitig beantragt, nicht mehr so oft wie vor ein paar Jahren noch. Nächste Folie bitte. Genau, bei der AHB ist es so, da ist es wichtig, dass Fristen beachtet werden müssen, je nach Träger, die sind unterschiedlich. Bei der gesetzlichen Rentenversicherung in Berlin, die Deutsche Rentenversicherung Bund, kann man sie innerhalb von 6 Wochen nach Ende der Behandlung in einer Klinik direkt anmelden, die jetzt für die Erkrankung eine Zulassung hat und einen Vertrag mit der DRV Bund. Bei anderen Rentenversicherungsträgern sind die Fristen kürzer oder muss man die Anträge direkt an die Rentenversicherung schicken. Und die Einleitung sollte eigentlich beim AHB-Verfahren durch die Klinik erfolgen und durch die ambulante Praxis, die die Therapie durchführt. Ist manchmal ein bisschen ein Problem, wenn jemand ambulant bestrahlt wird und da gibt es niemanden, der die Reha einleitet. Dann müsste man sich dann konsequenterweise an die Krebsberatungsstelle wenden. Aber man sollte das auf jeden Fall, wenn man weiß, man möchte eine Reha machen, mit dem behandelnden Arzt besprechen und sich dann den Sozialdienst schicken lassen, der das dann das Verfahren einleitet. Ja, die nächste Folie bitte. Ja, das, wer sich noch einen Eindruck verschaffen will, brauchen wir es nicht so arg. Ja, das gibt eine nette Platte über eine Reha in Bad Wildungen. Ein anderes Thema, das für Sie vielleicht wichtig ist, Befreiung von der Zuzahlung. Es kann im Zuge von einer Erkrankung, kann es zu erheblichen Zuzahlungen für alle möglichen Leistungen, die Sie von der Krankenkasse in Anspruch nehmen müssen, kommen, weil alle Leistungen sind ja mit Zuzahlungen verbunden. Hier ein kurzer Überblick. Wie gesagt, bei allen Arzneimitteln, bei den Fahrkosten im Schnitt 10% des Preises, aber mindestens 5 Euro, maximal 10 Euro pro Mittel. Das gilt bei Heilmitteln, das gilt bei häuslicher Krankenpflege, das gilt auch bei Hilfsmitteln zum Verbrauch, wobei da die Zuzahlung monatlich beschränkt ist. Beim stationären Aufenthalt ist es so, dass Sie 10 Euro pro Kalendertag zuzahlen im Krankenhaus. Über 28 Tage, bei der Anschlussheilbehandlung auch 28 Tage, aber nur, wenn es eine Reha wäre über die gesetzliche Krankenkasse. Bei der Reha über die Rentenversicherung ist es auf 14 Tage begrenzt. Wenn Sie eine Reha machen, die keine Anschlussheilbehandlung ist, kann es auf 42 Tage begrenzt sein. Ja, bei der AHB gilt noch die Einschränkung, wenn Sie vorher stationär im Krankenhaus waren, da schon eine Zuzahlung geleistet haben, wird diese Zuzahlung auf die Zuzahlung der AHB mit angerechnet. Also angenommen, Sie waren 7 Tage in der Klinik zur OP und dann müssen Sie in der AHB nur noch 7 Tage zuzahlen, weil Sie da 14 Tage bei der Rentenversicherung zuzahlen müssen. Also das lassen Sie sich aber im Einzelfall nochmal, wenn Sie eine Reha einleiten möchten und eine Reha durchführen möchten, wenn die eingeleitet wird, erklären. So, die nächste Folie bitte. Genau, und für die Zuzahlung gilt, ist auch noch wichtig, es gibt eine sogenannte Belastungsgrenze. Generell liegt die bei 2% des Bruttofamilieneinkommens. Wenn jemand chronisch erkrankt ist, wird die halbiert, ist sie bei 1% des Bruttofamilieneinkommens. Wenn Sie eine Krebsdiagnose erhalten, sind Sie noch nicht chronisch krank. Chronisch krank sind Sie erst, wenn Sie 1 Jahr behandelt werden, wegen der gleichen Erkrankung. Das heißt, es macht unter Umständen Sinn, wenn jemand keine weiteren Erkrankungen hat, dass man erstmal ein Jahr wartet mit dazu, dass man Quittungen sammelt, das ist immer wichtig, alles, was man an Zuzahlungen ausgibt, Arzneimittel, Fahrkosten, Heilmittel, wenn man zu einem Physiotherapeuten geht, dass man diese Quittungen für die Zuzahlungen aufbewahrt, dann man guckt, was kommt denn da raus, und dann lohnt es sich unter Umständen dann nach dem ersten Jahr, wenn es eine chronische Situation ist, diese Zuzahlungsbefreiung zu beantragen. Sehr schnell kommt da ein großer Betrag zusammen bei Menschen, die zum Beispiel so eine heimparenterale oder künstliche Ernährung brauchen. Da sind die Zuzahlungsbeträge oftmals sehr hoch. Auch das muss man im Einzelfall dann angucken. Ja, die nächste Folie bitte. Und jetzt kommt Frau Flex wieder und ich verabschiede mich erstmal für die erste Runde. Genau, wir waren bei den Zuzahlungen und ein großer Batzen Zuzahlungen ist eigentlich immer, wenn Zahnbehandlungen anstehen. Und da gilt bei Krebspatienten nichts anderes wie bei allen anderen Menschen, auch wenn die Zähne aufgrund der Behandlung geschädigt wurden. Eine Ausnahme gilt in ganz, ganz seltenen Fällen bei Implantaten. Das schauen wir nachher nochmal genauer an. Wichtig ist deshalb auch, während der Behandlungen, auch wenn es schwerfällt,
regelmäßig zur zahnärztlichen Vorsorgeuntersuchung zu gehen und sich den Stempel im Bonusheft abzuholen, weil nur das ist der Weg, dass sich der Zuschuss der Krankenkasse erhöht. Normalerweise ist er eben 50%. Wenn man 5 Jahre lang diesen Stempel im Bonusheft hat, ist er bei 70 und bei 10 sogar bei 75%. Und bei dem, was ein Zahnersatz kostet, ist das ziemlich viel Geld. Es gibt dann noch die Möglichkeit für Menschen, die, wie Sie hier sehen, unter diesen Einkommensgrenzen liegen, unter 1300 Euro als Alleinstehende, BAföG, Sozialhilfe, Hartz IV oder Grundsicherung beziehen. Die können auch einen höheren Zuschuss zur Zahnbehandlung bekommen und der kann dann sogar bis 100% gehen. Wichtig dabei ist, dass das in überhaupt keinem Zusammenhang steht zu der Zuzahlungsbefreiung, von der gerade der Jürgen Walter erzählt hat, sondern dass das ein komplett anderes Verfahren ist. Sprich, wenn Sie einen Zahnersatz bekommen, dann müssen Sie nochmal extra einen Härtefallantrag stellen, damit Sie da eventuell die 100% Zahnersatz von der Krankenkasse bezahlt bekommen, auch wenn Sie schon bei Hilfsmitteln, Fahrten und diesen ganzen anderen Sachen von der Zusatzung befreit sind. Es gilt auch hier dasselbe, was bei den anderen Zuzahlungen gilt. Nachweise sammeln über das Einkommen, auch über die Ausgaben, die Sie regelmäßig haben, Miete und so weiter, um da wirklich einen Überblick zu kriegen und das der Krankenkasse möglichst gut belegen zu können, dass es eine unzumutbare Belastung ist, wenn Sie jetzt die ganzen Kosten für einen Zahnersatz tragen müssen. Ein wichtiger Punkt ist noch diese gleitenden Härtefälle. Das sind die Menschen, die immer so um die 1300 Euro im Monat verdienen und zur Verfügung haben. Vielleicht manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen drunter. Und da lohnt es sich auch, den Antrag zu stellen, weil die Krankenkasse die Möglichkeiten haben, da vielleicht nicht 100%, aber 90% oder 80% an Zuschuss zu bezahlen. Wenn das ein Zahnersatz ist, der ein paar hundert Euro oder ein paar tausend Euro sogar kosten, also kann das ganz schön viel ausmachen. Wie gerade schon gesagt, gibt es bei implantologischen Leistungen Ausnahmen. Zu diesen Ausnahmen, dass die Krankenkasse wirklich die kompletten Kosten übernimmt, zählen die hier aufgeführten besonderen Krebserkrankungen. Also wenn die Krebserkrankung zu Defekten im Kiefer oder Gesicht führt, bei einer starken Mundtrockenheit, oder auch wenn aufgrund der Tumoroperation starke Gesichtsveränderungen sind. Dazu muss man allerdings sagen, dass die Krankenkassen da sehr, sehr streng sind. Nicht unbedingt, weil die Krankenkassen selber so streng sind, sondern weil die gesetzlichen Vorgaben einfach so streng sind und es doch sehr eng ausgelegt ist und häufig sehr schwierig ist, auch wenn diese Erkrankungen vorliegen, tatsächlich ein Implantat zu bekommen, um dann eine angemessene Zahnversorgung wieder zu bekommen. Es gibt auch tatsächlich einige hier und da immer mal Leute, die vor Gericht gehen. Und manchmal sind die Gerichte gnädig, aber man kann es den Leuten, man kann es nicht wirklich anraten, sich da einer größeren rechtlichen Auseinandersetzung zu stellen. Wichtig ist aber, dass sie sich beraten lassen und wirklich alle Beratungsmöglichkeiten, die es gibt, nutzen. Ich habe hier nochmal das Beratungsangebot der Zahnärztekammern aufgeführt, weil da einfach nochmal ein richtiges Know-how dahinter ist. Man muss sich dann vielleicht auch manchmal durchfragen, aber das einfach als Hinweis. Wir kommen zu was anderem.
das immer mit Zuzahlungen und extra Geld Ausgaben verbunden ist. Sie kennen es wahrscheinlich beim Arzt, wenn Sie da ankommen, ist irgendwo so eine Preisliste oder die Mitarbeiterin gibt Ihnen eine, wo dann verschiedene Behandlungen aufgelistet sind, die Sie machen können und die Sie dann selber bezahlen müssen. Ich habe Ihnen hier zum Beispiel im Bereich der Früherkennung gibt es Blutuntersuchungen auf Tumormarker, PSA-Tests bei Prostata, also nicht, wenn eine Erkrankung da ist, sondern davor. Auch die Untersuchung im Auflichtmikroskop bei Hautveränderungen. Das sind so diese Bereiche, wo man immer gern beim Arzt aufgefordert wird, das doch zusätzlich zu machen und das dann selber bezahlen muss. Das hat den Hintergrund, dass die Krankenkassen nur die Behandlungen und die Untersuchungen übernehmen, die wissenschaftlich ausreichend geprüft sind und wo man davon ausgeht, dass die helfen oder auch wirklich was bringen. Das ist bei diesen sogenannten IGEL-Leistungen eben nicht so. Sie können was bringen, aber sie müssen nichts bringen. Und es gibt oft Alternativen dazu, die die Krankenkasse übernimmt. Das ist ein weites Feld. Häufig ist es auch so, dass die falsche Ergebnisse liefern und damit unnötige Behandlungen nach sich ziehen. Auch das möchte der Gesetzgeber vermeiden und nimmt deshalb diese Leistungsangebote eben nicht mit in den Bereich auf, der von den Krankenkassen übernommen wird. Allerdings ist es so, dass, wie ich gerade schon gesagt habe, manche Leistungen wie der PSA-Test werden während einer Behandlung von Prostatakrebs von den Krankenkassen bezahlt, weil da eine gewisse Kontrolle stattfinden kann und da es auch medizinisch so ist, dass die Ärzte da eine Einschätzung zur weiteren Entwicklung der Erkrankung abgeben können. Ich habe auch hier unten nochmal auf den IGEL-Monitor verwiesen. Da können Sie, wenn Sie beim Arzt so eine Liste kriegen, können Sie da mal nachgucken und prüfen, ob diese Behandlung unter Umständen was bringt, ob Sie meinen, Sie wollen die sich gönnen oder dass Sie sagen, nee, brauchen Sie nicht. Aber dass Sie da einfach eine fundierte wissenschaftliche Grundlage dazu nutzen können. Wichtig ist, wenn Sie sich für so eine Behandlung, die Sie beim Arzt selber zahlen müssen, entscheiden, dass Sie sich, bevor die Behandlung durchgeführt wird, schriftlich über die voraussichtlichen Kosten informieren lassen von Ihrem Arzt. Der ist dazu verpflichtet. Sie können sich auch, bevor Sie diese Behandlung durchführen, die Sie selber bezahlen müssen, können Sie sich auch informieren auf der Internetseite, die ich Ihnen vorher genannt habe, oder auch beim KIT, weil es besteht in der Regel keine Eile. Das sind ja Leistungen, die zusätzlich oder ergänzend zu anderen angeboten werden. Da können Sie durchaus auch noch einen nächsten Arzttermin abwarten, um das in Anspruch zu nehmen. Andere Punkt ist, Sie müssen dieser Leistung schriftlich zustimmen und wenn Sie da nicht irgendwas unterschreiben, dass Sie diese Leistung wollen und bereit sind, sie zu bezahlen, dann haben Sie keine Zahlungspflicht. Sie müssen das dann nicht bezahlen, nur wenn Sie was unterschrieben haben. Das ist manchmal anders, aber in dem Fall ist es tatsächlich so. Und das andere Wichtige ist, die Rechnung muss Sie müssen eine Rechnung erhalten. Es reicht nicht aus, dass Sie irgendeine Quittung bekommen oder bei der Mitarbeiterin in der Arztpraxis an der Theke noch das Bar bezahlen. Es muss wirklich eine schriftliche Rechnung ausgestellt werden, damit Sie die Leistung wirklich bezahlen müssen. Unten ist nochmal ein weiterführender Hinweis dazu.
bei den Igeln ist es so, dass man auch mal gucken sollte, was denn eigentlich die eigene Krankenkasse anbietet. Viele Krankenkassen haben zusätzliche Angebote oder irgendwelche Modellversuche, wo sie zusätzliche Leistungen anbieten, die unter Umständen sie sonst bezahlen müssten. Ich habe hier mal so eine Liste aufgeschrieben. Da gibt es zum einen die Satzungsleistungen. Das ist auch das, was der Jürgen Walter vorher gesagt hat, dass viele Krankenkassen die Haushaltshilfe übernehmen, bis die Kinder 14 sind und nicht nur bis die Kinder 12 sind, wie es das Gesetz vorsieht. Das andere sind Bonusprogramme. Ah, Mist. Bonusprogramme, das ist, wenn Sie regelmäßig an Früherkennungsuntersuchungen teilnehmen oder Sportveranstaltungen besuchen, dann bieten die Krankenkassen so Bonusprogramme an, wo Sie Punkte oder Sternchen irgendwas sammeln können. Und wenn Sie dann eine bestimmte Menge haben, können Sie sich Leistungen von der Krankenkasse bezahlen lassen, die Sie sonst selbst bezahlen müssen. Das sind auch oft solche Früherkennungsuntersuchungen oder Osteopathie gibt es oft, solche Sachen. Das andere, wo Sie zusätzliche Leistungen bekommen können, sind zum Beispiel diese DMP-Programme, das heißt strukturierte Behandlungsprogramme. Das Problem ist so ein bisschen, dass die bei jeder Krankenkasse so ein bisschen eigenen Namen haben und Sie da auch mal direkt bei Ihrer Krankenkasse nachfragen sollten. Zum Beispiel gerade auch für Brustkrebs gibt es so ein DMP-Programm, in dem Sie einfach hier und da noch Leistungen bekommen können, die Sie sonst selber bezahlen müssten. Es gibt dann noch besondere Versorgungsangebote. Da möchte ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, nur dass Sie es nochmal einfach wissen. Es gibt sehr viel, was die Krankenkassen, was einzelne Krankenkassen anbieten, das über das Leistungsangebot hinausgeht und wo Sie dann auch nicht selber bezahlen müssen. Zudem noch ein Hinweis auf ein Wortungetüm, ambulante spezialfachärztliche Versorgung. Das ist eine besondere Versorgungsstruktur, die es für bestimmte Krebsarten gibt, in der eine enge Zusammenarbeit zwischen ambulanter und stationären Einrichtungen stattfindet. Und auch hier ist es so, dass in diesem Behandlungskonzept teilweise Untersuchungen durchgeführt werden können, die sonst eher schwierig von den Krankenkassen bezahlt werden können. Also wenn Sie irgendwie das Gefühl haben, Sie hätten gern dies oder das oder es wäre notwendig oder Ihr Arzt es anspricht, dann fragen Sie auch mal danach, inwiefern hier eine Möglichkeit besteht. Und der Lesetipp zu diesem Thema ist einfach, schauen Sie mal auf der Internetseite Ihrer Krankenkasse, was es da so alles gibt. Das ist oft viel mehr, als man so denkt. Da gehören auch viele Sportangebote, Entspannungsangebote dazu, aber auch wirklich teure und wichtige Untersuchungen und Untersuchungsprogramme. Darauf möchte ich auch nur ganz kurz eingehen. Im Bereich der Krebsbehandlung gibt es ja sehr viel neue Entwicklungen. Da ist die Medizin schon weiter als die Untersuchungen der Krankenkassen und die Krankenkassen übernehmen die Behandlungen noch nicht, weil sie eben noch nicht wissenschaftlich im ausreichenden Maße durchgeführt wurden. Das Ganze heißt dann Off-Label-Use, individueller Heilversuch, haben Sie vielleicht schon mal gehört. Häufig ist es so, dass die Patienten das gar nicht mitkriegen, sondern dass eben von der Krankenkasse einfach beantragt wird und dann neue Behandlungen durchgeführt werden können oder auch Medikamente, die nur für eine Krebsart zugelassen sind, für eine andere verwendet werden dürfen.
weil wir beim Krebsinformationsdienst tatsächlich dazu öfters mal Anfragen haben zu Verfahren, habe ich das hier mit aufgenommen. Wichtig ist einfach, dass die Klinik oder auch der Arzt, wenn er so eine Behandlung durchführen möchte, die noch nicht zum Leistungsumfang der Krankenkasse gehört, dass vorher ein Antrag gestellt wird. Das Wichtige ist immer, dass die Anträge vorher gestellt werden, weil ich nicht erst eine Behandlung machen kann und dann anschließend die Rechnung einreichen, also vorher. Die Krankenkasse hat dann 3 bzw. 5 Wochen Zeit, darüber zu entscheiden, je nachdem, ob sie ein MDK mit einbeziehen muss. Das ist dann in der Regel so. Und wenn die Leistung dann doch abgelehnt wird, dann ist es sinnvoll, beim medizinischen Dienst oder bei der Krankenkasse nachzufragen, ob der medizinische Dienst eine Stellungnahme abgegeben hat und die anzufordern. Weil erst aus der Stellungnahme kann man in der Regel erkennen, warum die Leistung abgelehnt wurde und kann dann auch gegebenenfalls mit Unterstützung von Ärztinnen und Ärzten Widerspruch einlegen und dagegen vorgehen und eventuell diese Leistung, die besondere Behandlung oder das Medikament noch bekommen. Ich habe jetzt hier noch am Rande, gut, natürlich kann man auch immer klagen, das ist dann, würde den Rahmen jetzt sprengen, darauf einzugehen. Aber noch der Hinweis, dass auch wenn Sie anwaltliche Hilfe in Anspruch nehmen, wenn es wirklich um viel geht, dass Sie dann die Möglichkeit haben, Beratungs- und Prozesskostenhilfe wahrzunehmen und hier eben ein entsprechender Hinweis zur Vertiefung dazu. Jetzt würde ich an den Jürgen Walter wieder abgeben. Ich habe zwischendurch mal im Chat geguckt. Sie haben ja total viele interessante Fragen und die können wir natürlich hier leider nicht beantworten. Aber ich habe ja das mitgekriegt. Die werden, glaube ich, abgearbeitet, ne, vom Krebsinformationsdienst. Ja, das und ich will Sie nur ermuntern, holen Sie sich da Unterstützung bei den Sozialdiensten, bei Krebsberatungsstellen. Und wenn es ja immer die Frage, wie viel Kraft hat man denn eigentlich in so einer Situation und wie viel Nerv hat man, sich mit diesen Sachen zu beschäftigen. Aber es ist in der Tat so, dass gerade diese sozialrechtlichen, sozialen Fragen, dass die als auch bei Selbsthilfe, großer Teil der unbefriedigten Bedürfnisse, sage ich jetzt mal, beschrieben werden. Wenn Ihr Sozialdienst in der Klinik dazu keine Zeit hat, weil der nur kurz die Reha macht oder nur einen Satz zum Schwerbehindertenausweis sagt, wenden Sie sich an eine Krebsberatungsstelle, wenden Sie sich an KIT, holen Sie sich da eine Information, welche Beratungsstelle wohnortnah ist. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich da Unterstützung holt. Ich kann Sie da nur ermuntern, weil wir wissen aus der Beratung, wie eingeschränkt manchmal die Bewältigungskräfte sind, gerade bei so einer schweren Erkrankung. Und manche Menschen geben dann einfach auf, weil sie einfach die Nerven nicht mehr haben. Das ist immer sehr bedauerlich. Deswegen würde ich Sie wirklich ermuntern, fragen Sie nach, haken Sie nach, holen Sie sich die Unterstützung. Das ist ganz wichtig, weil es geht hier nicht um Dinge, die jetzt für Sie mehr oder weniger so ein Almosen sind. Es geht da wirklich um Rechte, die Ihnen zustehen. Und da muss man klären, wie ist die Situation. Und das ist manchmal ein mühsamer Weg, aber ich glaube, es ist einfach wichtig, gerade in so einer Situation mit einer schweren Erkrankung, sich da die entsprechende Unterstützung dann zu holen. So, wir handeln uns ja so ein bisschen quasi durch den Krankheitsverlauf. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie ist denn die Situation, wenn die Krankheit länger läuft, also wenn man in einer chronischen Situation ist, möglicherweise in einer metastasierten Situation, wie geht es denn da mit den Hilfen weiter? Die nächste Folie bitte, Frau Wegremers. Also was passiert denn, ich habe es ja vorhin angedeutet, wenn man im Erwerbsleben steht, wenn man krank ist und wenn irgendwann mal das Krankengeld ausgeschöpft ist, wenn auch der Entgeltfortzahlungsanspruch ausgeschöpft ist und wenn man das Krankengeld, die 78 Wochen innerhalb der 3 Jahre Rahmenfrist, wenn man auch die letztendlich aufgebraucht hat. Dann gibt es die Möglichkeit, tatsächlich Arbeitslosengeld zu beziehen, Arbeitslosengeld 1, also nicht Arbeitslosengeld 2, Arbeitslosengeld 1. Die Regelung
heißt Nahtlosigkeitsregelung, ist im Sozialgesetzbuch 3 festgehalten. Voraussetzung ist für diese Leistung, dass das Krankengeld ausgeschöpft ist und dass man voraussichtlich im nächsten halben Jahr nicht arbeiten kann und dass das Leistungsvermögen unter 3 Stunden täglich oder 15 Stunden pro Woche ist. Wichtig ist zu wissen, das ist so eine Sonderleistung, wo man eigentlich gar nicht richtig weiß, warum die beim Arbeitsamt oder bei der Arbeitsagentur angesiedelt ist. Wichtig ist, dass man diese Voraussetzungen kennt und dass man dann, wenn das Krankengeld ausgelaufen ist, wenn man eine Mitteilung von der Krankenkasse bekommt, dass man sich dann an die Arbeitsagentur wendet. Drücken Sie mal auf den Knopf, bitte, Frau Wegremers. Der Hintergrund ist, dass man einfach diese Übergangszeit, wenn die Erwerbsprognose, wenn der weitere Weg noch nicht klar ist, dass man da in dieser Übergangszeit die Menschen schützen will und quasi finanziell nochmal absichern will und dass es eben bis zu einer endgültigen Rentenklärung, dass da auf jeden Fall nochmal die Sicherung des Lebensunterhaltes gewährleistet ist. Wie gesagt, das ist eben traditionell bei den Arbeitsagenturen angesiedelt. Nochmal auf den Knopf drücken, bitte. Wenn dieses Arbeitslosengeld 1, für das gilt übrigens, gelten die gleichen Voraussetzungen wie für das ganz normale Arbeitslosengeld, wird also so lange gewährt, wie man auch Arbeitslosengeld bekommen würde, wenn man arbeitslos wäre. Und es wird gewährt auch dann, wenn man noch einen Job hat und wenn man noch krank ist, was ja normalerweise ein Ausschlusskriterium wäre für das normale, in Anführungszeichen, Arbeitslosengeld. Also wie gesagt, und dann wird das, der Leistungsbezug wird geprüft, nicht nur vom Sachbearbeiter oder der Sachbearbeiterin, sondern von dem sozialmedizinischen Dienst der Arbeitsagentur. Da liegt letztendlich die Entscheidung, ob es dieses Arbeitslosengeld gibt, ja oder nein. Das ist also wichtig, dass man das dann letztendlich weiß, bevor man eben dann einen anderen Weg gehen muss, möglicherweise ins Arbeitslosengeld 2, im Volksmund Hartz IV. Das ist quasi eine Leistung, die ist bedarfsorientiert. Das heißt, da geht es wirklich darum, kann jemand nicht aus anderen Mitteln seinen Lebensunterhalt bestreiten? Das heißt, wird das Vermögen geprüft, es werden andere Einkünfte geprüft, möglicherweise auch die Zuständigkeit oder die Pflicht von Angehörigen, die Unterhaltspflicht, setzt sich zusammen aus dem Regelbedarf der Miete oder Kosten für die Unterkunft, kann auch gewährt werden, wenn man jetzt im eigenen Haus wohnt, aus den Krankenversicherungsbeiträgen und noch individuellen Mehrbedarfszuschlägen, zum Beispiel wegen einer Behinderung, ist in der Regel bei Menschen, die vorher gearbeitet haben, die jetzt, je nachdem, welche Situation die sind, insofern schwierig, weil eben unter Umständen die Einkommensverhältnisse oder die familiären Verhältnisse anders sind oder so sind, dass eben dann Unterhaltspflichtige herangezogen werden, muss man im Einzelfall prüfen. Wir raten immer, wenn das Krankengeld ausgelaufen ist, dass man möglicherweise, wenn die finanzielle Situation einer Familie nicht ganz klar ist, dass man möglicherweise dann, wenn das Arbeitslosengeld zu Ende geht oder wenn jemand in einer kurzen Phase sagt, ich will wieder arbeiten, aber im Moment klappt es nicht so richtig, dass man beide Leistungen beantragt, Arbeitslosengeld 1 und Arbeitslosengeld 2. Das ist ein hoher formaler Aufwand, das wissen wir. Aber wir können nie sicher sagen, ob das Arbeitslosengeld 1 im Rahmen der Nahtlosigkeit, wenn jemand zum Beispiel plant, schnell wieder an den Arbeitsplatz zurückzugehen, ob das gewährt wird, weil, wie gesagt, die Voraussetzungen prüft die Sozialmedizin bei der Arbeitsagentur. Und da geht es eben um die zwei Faktoren, prognostisch länger als 6 Monate noch arbeitsunfähig oder Leistungsvermögen eingeschränkt und unter 3 Stunden. Weil wenn diese beiden Faktoren nicht eintreffen, kann es sein, dass das Arbeitslosengeld 1 abgelehnt werden würde. Da können wir jetzt nicht ins Detail gehen, aber deswegen ist es in der Tat sicherer, dass man möglicherweise im Einzelfall beide Leistungen beantragt. Aber da würde ich Ihnen einfach empfehlen, sich detailliert beraten zu lassen, wenn das bei Ihnen anstehen würde. Man muss es bloß in der Beratungssituation im Hinterkopf haben. So, die nächste Folie bitte. Wie geht es dann weiter, wenn möglicherweise das Arbeitslosengeld 1 ausgeschöpft ist oder wenn jemand sagt, ich will das gar nicht, was wir auch in den Beratungen manchmal haben. Unter Umständen ist es so, wenn die Erwerbssituation oder wenn es so klar ist, dass jemand nicht mehr zurück an den Arbeitsplatz möchte, sich das nicht zutraut, sich da auch zu sehr
eingeschränkt fühlt in seinem Leistungsvermögen, dass es sinnvoll ist, relativ schnell auch eine Rente zu beantragen. Dass jemand nach einer Reha sagt, ich habe mich da nochmal beraten lassen, ich glaube, ich gehe den Weg in die Rente. Da ist eigentlich der Schritt immer der, dass man zur Rentenversicherung geht, sich da nochmal beraten lässt, nochmal klären lässt, wie ist denn meine, wie ist der, die Rentenhöhe, was gibt es für mich da individuell für Voraussetzungen vor, gibt es eine andere Rentenart, die sinnvoll wäre. Da ist, wie gesagt, der erste Ansprechpartner eigentlich immer die Rentenversicherung oder ein qualifizierter Rentenberater. Für die Erwerbsminderungsrente selber gilt eigentlich, die kriegt man nur dann, wenn man tatsächlich erwerbsgemindert ist. Das heißt, es muss quasi auch da die Sozialmedizin des Rentenversicherungsträgers prüfen. Die Rente kann teilweise gewährt werden oder voll. Teilweise wird sie gewährt, wenn das Leistungsvermögen zwischen 3 und 6 Stunden am Tag liegt. Voll, wenn es unter 3 Stunden ist. Das ist einfach nur mal so über den Daumen. Und man muss, das ist auch sehr wichtig, in den letzten 5 Jahren vor Eintritt des Versicherungsfalles, muss man 3 Jahre Pflichtbeiträge bezahlt haben. Und man muss natürlich die Erfüllung der allgemeinen Wartezeit von 60 Monaten oder 5 Jahren erfüllt haben. Das nur so als Überblick. Das heißt, auch da muss man im Detail hingucken. Da gibt es in Einzelfällen gibt es da einfach gibt's Dinge, die man prüfen muss. Die Frage ist, wann der Versicherungsfall eingetreten ist. Das kann nicht der Zeitpunkt der Antragstellung sein. Das kann auch der Zeitpunkt des Eintritts der Erkrankung sein oder der Zeitpunkt eines Rezidivs. Und alles Dinge, die man im Einzelfall wirklich prüfen muss. Aber einfach, dass ihr mal so einen Überblick habt über die grundsätzlichen Voraussetzungen. Wenn die Renten können, wenn es eine Erwerbsminderungsrente ist, kann die befristet sein. In der Regel sind Erwerbsminderungsrenten befristet. Je nachdem, wenn eine Diagnose sehr klar ist, eine Prognose jetzt nicht günstig ist, eine medizinische, werden die im Einzelfall auch mal unbefristet gewährt. Bei befristeten Renten gilt, dass der Eintritt des Versicherungs, die Leistung erst nach dem 7. Monat beginnt. Aber bei befristeten Renten wichtig, der Arbeitsplatz bleibt erhalten und es entstehen möglicherweise wieder andere Ansprüche. Wenn man vorher schon sein Arbeitslosengeld ausgeschöpft hat, würden zum Beispiel nach einer befristeten Rentenzeit möglicherweise wieder neue Arbeitslosengeldansprüche entstehen. Auch das ist für den Einzelfall oftmals sehr wichtig, dass man das weiß, dass man da nicht die Sorge hat, mein Gott, was mache ich denn jetzt, wenn die Rente 3 Jahre läuft und ich muss dann wieder zurück ins Erwerbsleben, habe aber jetzt meinen Job verloren, wie auch immer. Also wichtig ist, da sich nochmal gut beraten zu lassen. Da gibt es oftmals verschiedene Wege, die man individuell gucken muss, wie man die gestaltet. Ja, die nächste Folie bitte. Für den Fall in einer chronischen Situation, dass sich eine Erkrankung verschlechtert, das sind ja auch immer Themen, die guckt man nicht so gern an, sind aber wichtig, einfach nochmal sich damit zu beschäftigen. Wenn sich eine Erkrankung verschlechtert, dann gehen wir so ein bisschen weg von dem Bereich Erwerbsleben, Lohnersatzleistungen und gucken dahin, wie kann man jemand in seiner sozialen Situation, in seinem Unterstützungsbedarf, im häuslichen Umfeld generell entlasten, wenn eine Erkrankungssituation schwieriger wird. Eine der zentralen Leistungen, die man da angucken muss, sind eben die Leistungen der Pflegeversicherung. Da hat sich ja vor ein paar Jahren, vor 2 oder 3 Jahren grundsätzlich die Rechtslage geändert. Es gab vor 3 Jahren gab es 3 Pflegestufen, heute haben wir 5 Pflegegrade. Die Bewertungskriterien sind geändert worden. Das hat auch damit zu tun, unter anderem, dass man eben nach dem alten System der Pflegeversicherung vorwiegend geguckt hat nach Einschränkungen im Bereich der Grundpflege. Also was konnte jemand, wenn er schwerer erkrankt war oder wenn jemand behindert war, was war möglich im Bereich der Grundpflege? Das heißt Waschen, Duschen, Anziehen, alles, was mit Körperpflege zu tun hat und wie viel Zeit wird dafür aufgewendet. Das waren so die entscheidenden Faktoren, mit denen man geprüft hat, ob eine Pflegebedürftigkeit vorliegt. Man hat zum Beispiel da außer Acht gelassen, dass eben Einschränkungen durch eine Demenzerkrankung beispielsweise, durch Einschränkung der kognitiven Fähigkeiten da ganz, ganz schlecht bewertet wurden. Das hat man jetzt versucht mit aufzunehmen, hat quasi so 6 neue Lebensbereiche definiert, die man berücksichtigt. Das ist der Bereich der Mobilität, das heißt der Beweglichkeit, kognitive und kommunikative Fähigkeiten. Da geht es eben eher auch so um diese psychische Komponente, um die Einschränkungen zum Beispiel der geistigen Leistungsfähigkeit. Dann Belastungen im Bereich der emotionalen und der psychischen Seite. Also wenn man jetzt durch den Verlauf einer Erkrankung
sehr viel mit Ängsten zu tun hat, wenn man dadurch massiv eingeschränkt ist, wenn sich das auswirkt auf das ganze alltägliche Leben, der Schlaf ist gestört, man wacht nachts immer auf. Also solche Dinge werden dann mitbewertet. Selbstversorgung, das ist so dieser Bereich, der quasi von der Altenpflegeversicherung zentral abgedeckt worden ist. Umgang mit krankheitsbedingten Anforderungen, Belastungen, da geht es darum, wie managt man eigentlich seine Erkrankung, wie schafft man das noch in Kliniken zu gehen, Arztbesuche wahrzunehmen, kann man seine Medikamente selber richten. Und der letzte Punkt, Gestaltung des Alltagslebens und soziale Kontakte, da geht es um den großen Bereich soziale Teilhabe, verhinderten Erkrankungen, dass man jetzt im, ja, dass man seine persönlichen Kontakte noch pflegt, dass man bei Veranstaltungen teilnehmen kann, ins Kino gehen kann und. Oder wie kann das jemand organisieren und was braucht jemand, der es nicht organisieren kann, was braucht dieser Mensch für Unterstützungen? Ja, wenn Sie bitte mal die nächste Folie machen. Hier sieht man nochmal, wie das so ein bisschen prozentual aufgeteilt und bewertet ist. Insgesamt ist es ein relativ kompliziertes Bewertungsverfahren. Wenn Sie einen Pflegegrad beantragen, ist es immer sinnvoll, dann auch sich das medizinische Gutachten vom medizinischen Dienst, die Stellungnahme und die Bewertungsgrundlage schicken zu lassen. Da sieht man dann, wie das aufgeteilt wird und wie dann letztendlich prozentual anhand dieser einzelnen Lebensbereiche der Grad der Pflegestufe letztendlich ermittelt wird. Da sehen Sie, dieser Teil Selbstversorgung, der früher letztendlich fast 100% ausgemacht, nimmt jetzt noch ungefähr 40% ein und die anderen Bereiche sind dementsprechend prozentual mitbeteiligt. Ja, die nächste Folie bitte. Was für Leistungen gibt es bei der Pflegeversicherung? Es gibt sowohl Pflegegeld, es gibt Sachleistungen. Sachleistungen sind Unterstützungen im häuslichen Umfeld, also ambulant, die aber jetzt erbracht werden durch einen zugelassenen Pflegedienst. Hier sehen Sie die Leistungen bei den verschiedenen Pflegegraden, die Leistungshöhe bei den verschiedenen Pflegegraden. Beim Pflegegeld ist es so, dass Sie ab Grad 2 bis Pflegegrad 5 unterschiedliche Beträge kriegen. Bei Sachleistungen können dann die Sozialstationen, die ambulanten Pflegedienste, beim gleichen Pflegegrad einen deutlich höheren Betrag mit der Krankenkasse, mit der Pflegekasse direkt abrechnen. Wenn Sie sich die Hilfe selbst beschaffen über das Pflegegeld, haben Sie da weniger Geld zur Verfügung. Wenn das die Pflege beispielsweise Angehörige durchführen, Freunde, wie auch immer, sind halt die Beträge da dementsprechend geringer, weil man davon ausgeht, dass Fachdienste eben auch teurer sind. Man kann aber auch beides kombinieren. Sie können Pflegegeld mit Sachleistungen kombinieren, dass beispielsweise eine Sozialstation einmal in der Woche jetzt den Bereich Duschen und Baden übernimmt und ansonsten die Pflege von Ehefrau, Ehemann, Tochter, Sohn, wie auch immer übernommen wird. Und dann kriegen Sie quasi prozentual den Teil, der von der Sozialstation nicht aufgebraucht wird, kriegen Sie prozentual als Pflegegeld dann von der Pflegekasse überwiesen. Dieser Entlastungsbetrag, den es zusätzlich zum Pflegegeld bei allen Pflegegraden gibt, der ist, wenn Sie, drücken Sie mal wieder auf den Knopf, Frau Wegremers. Nee, da ist es nicht, ich habe gedacht, ich jetzt drin, dann sage ich Ihnen so, der Entlastungsbetrag, den kriegen Sie nicht ausbezahlt, den können Sie nur mit dem Dienstleister letztendlich abrechnen. Der ist ab Pflegegrad 1 schon, steht er zur Verfügung. Da können Sie mit dem Vertragspartner der Krankenkasse entweder Haushaltshilfeleistungen abrechnen oder aber, wenn jetzt jemand dient eigentlich zur Entlastung der Pflegepersonen, wenn jemand teilweise in eine teilstationäre Pflege geht, wenn jemand ergänzende Leistungen in Anspruch nimmt, immer über Vertragspartner der Krankenkasse, aber wird eben nicht ausbezahlt, wenn jemand ehrenamtlich oder jemand aus dem Bekanntenkreis diese Versorgung von einer Pflegeperson übernimmt. Das geht nur über eine direkte Abrechnung mit der Pflegekasse. Dann der Bereich, also das waren die zwei Bereiche Pflegegeld und Sachleistungen. Der dritte Bereich ist stationäre Pflege. Ich gucke da einfach nur mal zu der Kurzzeitpflege hin. Stationäre Pflege kann auch sein, wenn jemand in eine Dauerpflege gehen müsste. Kurzzeitpflege dient dazu, um in der Übergangszeit jemanden zu versorgen. Beispielsweise jemand kommt aus dem Krankenhaus, die Versorgung zu Hause ist nicht gewährleistet, weil das die Angehörigen nicht schaffen und weil man erstmal organisieren muss, wie man das alles irgendwie auf die Reihe kriegt in der Familie. Da bietet sich möglicherweise eine Kurzzeitpflege an.
die Leistungs, die Gestaltung der Leistung habe ich Ihnen da kurz aufgeschrieben, maximal 8 Wochen pro Kalenderjahr. Es sollte eine Pflege, wenn eine Pflegestufe noch nicht festgestellt ist, sollte man das gleich machen. Es gibt auch die Möglichkeit, wenn noch kein Pflegeantrag gestellt ist, je nachdem, wie die Erkrankungssituation sich darstellt, dass diese Leistung über die Krankenkasse beantragt und organisiert wird. Da wird aber in der Regel unterstützen da die Sozialdienste der Krankenhäuser, vor allen Dingen, wenn es um die Überleitung aus dem Krankenhaus nach Hause geht. Das ist also dieser Bereich der stationären Pflege und insbesondere der Kurzzeitpflege. Das ist wichtig, manchmal zu wissen, vor allen Dingen dann, wenn jemand im Krankenhaus liegt und vom Krankenhaus dann Druck entsteht, dass jemand schnell entlassen wird. Aber in dem Fall würde ich immer sagen, Sozialdienst oder Überleitungspflege in der Klinik einschalten, das muss eigentlich von der Klinik organisiert werden. So, die nächste Folie bitte. In einem weiteren Verlauf einer Erkrankung, was auch von der Krankenkasse übernommen wird, ist, wenn eine Erkrankung von einer chronischen Situation in eine späte Phase eintritt, wo man sagt, unter Umständen eine Therapie kann jetzt nicht mehr tumorspezifisch gegeben werden. Man kann mit einer Therapie keine Verbesserung der Krankheitssituation mehr erreichen, dann ist es oftmals sinnvoll, einfach die Symptomsituation zu verbessern und da die Menschen zu unterstützen. Da gibt es stationäre Möglichkeiten, auch ambulante Möglichkeiten. Ich glaube, da ist es auch wichtig, je nachdem, wie die individuelle Situation ist, dass man da dann rechtzeitig drauf guckt. Da kann man dann unter Umständen, je nachdem, wie ihr Krankenhaus oder wie ihr Umfeld da, das sie versorgt, ausgestattet ist, kann man entweder in der Klinik die Palliativabteilung einschalten, wenn es die denn gibt. Hier bei uns gibt es so eine Abteilung. In manchen Krankenhäusern gibt es leider nicht. Da muss man gucken, an wen man sich da wendet. Im Klinik-Setting kann entschieden werden, wenn die Symptomlast bei jemandem sehr hoch ist, dass man beispielsweise auf eine Palliativstation kommt. Das ist erstmal eine ärztliche Entscheidung. Und da geht es eigentlich auch wirklich darum, die Symptomlast zu lindern, also Krankheitssymptome, das können Schmerzen sein, das kann Übelkeit sein, das kann Atemnot sein. Und da kann man Menschen viel Unterstützung anbieten. Das kann im stationären Setting passieren, das wird finanziert wie jede andere Krankenhausbehandlung. Wenn die Krankheit in eine sehr späte Phase eintritt, dass man davon ausgeht, dass sie sich wahrscheinlich nicht mehr verbessert und wie gesagt auch keine weitere tumorspezifische Therapie vorgesehen ist, kann auch möglicherweise ein stationäres Hospiz sinnvoller Platz sein. Das sind Plätze, wo da darf man offene Beratung, ich sage es mal so, muss man da vorsichtig sein, weil viele Menschen sagen, da gibt es keine Tür mehr zurück. Das ist eher eine Frage der Praxis als der gewünschten Realität. Es kann auch aus dem Hospiz natürlich immer einen Weg zurückgeben, aber im Endeffekt ist es ein Platz tatsächlich für die letzte Lebensphase. Aber da kann man eben viel dazu beitragen, um eben Belastungen, die jetzt durch die Erkrankung entstehen, eben wie gesagt auch diese große Symptomlast, dass man die lindert, dass man die besser begleitet und dass man sich den wichtigen Dingen nochmal zuwendet. Finanziert wird auch das über die Kranken- und über die Pflegekasse. Die Hospize müssen einen Teil der Finanzierung selber tragen. Das läuft über Spenden. Heißt aber nicht, dass Menschen, die da jetzt einen Hospizplatz suchen und sich da diesen Hospiz aussuchen für die letzte Lebensphase, dass sie sich an Kosten beteiligen müssen. Die Hospize haben in der Regel rührige Abteilungen, die sich da auch um das Fundraising, sage ich jetzt mal, bemühen und um die Unterstützung bemühen. Wenn Familien in der Lage dazu sind, einen Beitrag zu leisten, dann ist es natürlich immer, wird es begrüßt. Aber es ist keine Forderung, die jetzt an Betroffene, die da einen Platz suchen, gestellt wird. Die nächste Folie bitte. Gleiche Versorgungsstrukturen, jetzt natürlich in einer anderen Situation gibt es im ambulanten Bereich, Gott sei Dank mittlerweile auch im Bereich der Palliativversorgung. Seit ein paar Jahren gibt es die sogenannte spezialisierte ambulante Palliativversorgung. Betrifft eigentlich gleiche Klientel, sage ich jetzt mal, Menschen mit einer fortgeschrittenen Erkrankung, die aber sagen, sie wollen, wenn es geht, zu Hause im ambulanten Bereich versorgt werden. Es geht im Wesentlichen darum, hohe Symptomlast zu lindern, zu unterstützen, wenn keine tumorspezifische Behandlung mehr Sinn macht. Und wenn es eigentlich wirklich darum geht, mit den Belastungen, die dann mit einer fortgeschrittenen Erkrankung verbunden sind, zu lindern.
Die SAPV wird eingeleitet, entweder von den Ärzten, Ärztinnen einer Klinik oder vom niedergelassenen Arzt, der einen betreut oder der Ärztin. Das wird voll übernommen von der gesetzlichen Krankenkassen. Bei den privaten Krankenkassen ist es so, dass es immer noch eine Kulanzleistung ist, weil die Regelungen des Sozialgesetzbuches 5 betreffen ja nicht die privaten Versicherungen, aber bei den meisten Privatversicherungen ist es kein Problem. Die betonen immer nur dahin bescheiden, dass es eine reine Kulanzleistung ist. Der Anspruch ist aber, wie gesagt, formuliert für gesetzlich Versicherte im SGB 5. Auch da glaube ich, sinnvoll, früh Kontakt aufzunehmen, sich beraten zu lassen. Diese SAPV-Dienste machen sich ein Bild der Lebenssituation. Und auch wenn die jetzt nicht unmittelbar eingeschaltet werden müssen, weil es eine Behandlung notwendig ist, eine Unterstützung notwendig ist, ist es wichtig zu wissen, dass man die in der Hinterhand hat. Wenn Situationen entstehen, die man selber als krisenhaft erlebt, ist es manchmal sinnvoll, da jemanden einzuschalten, der einen schon so ein bisschen kennt und der die Situation dann entlasten kann. Die SAPV-Dienste lassen in der Regel eine Handynummer, die sie in Krisensituationen anrufen können, auch nachts. Und wie gesagt, sie kriegen da eben Menschen an die Strippe, die sie eben kennen, möglicherweise, die ihre Situation kennen und eben nicht einen fremden Notarzt, der sich erst ein Bild von der Situation machen will oder machen muss und sie dann in eine Klinik einweist, wo man sie nicht kennt. Also es macht wirklich Sinn, mit diesen Diensten in dieser Lebenssituation Kontakt aufzunehmen. Ein ehrenamtliches Angebot sind dann die ambulanten Hospizdienste. Auch da sind qualifizierte Menschen beschäftigt letztendlich, die Unterstützung anbieten im ambulanten Bereich auch und insbesondere um Angehörige zu entlasten und eine Familie oder jemanden zu unterstützen, der jetzt sagt, ich möchte eigentlich jetzt zu Hause sein, möchte nicht in eine Klinik oder möchte nicht auf eine Palliativstation. Wir haben das alles gut organisiert, wir brauchen ab und zu mal jemanden, der zu uns kommt, der sich zu dem Menschen, der erkrankt ist, nochmal setzt, mit dem beschäftigt, dass die Angehörigen so ein bisschen entlastet sind. Da sind diese Hospizhilfen, diese Ehrenamtlichen ganz gute Angebote. Die nächste Folie bitte. Und jetzt kommt wieder Frau Flex. Carmen bitte und ich klicke mich aus. Ja, wir wollten dann diese Pflegesituation nochmal von Seiten der Angehörigen angehen. Ich würde mich da jetzt auch aufgrund der fortgeschrittenen Zeit wirklich auf nur auf die Hinweise und nicht auf die Details beschränken. Es gibt die Möglichkeit, im Fall, wenn es einen akuten Pflegefall gibt bei einem nahen Angehörigen, dazu sage ich gleich noch was, 10 Tage von der Arbeit freizunehmen. Das geht relativ unproblematisch mit bei der Arbeit anrufen und sagen, hallo, ich habe hier einen akuten Pflegefall. Und dann kann der Angehörige oder die Angehörige sich um die weitere Versorgung kümmern. Finanziell ist es so, dass da natürlich kein Gehalt oder kein Lohn weiter bezahlt wird, sondern man bei der Pflegekasse von dem Angehörigen sogenanntes Pflegeunterstützungsgeld beantragen kann. Da gibt es dann entsprechende Formulare und wird auch das weitere Verfahren erklärt. Das reicht dann aber nicht immer, sondern häufig wollen sich Angehörige längerfristig und auch intensiver um die kranken Menschen in der Familie oder im Bekanntenkreis, Freundeskreis treffen, kümmern. Es gibt da zwei grobe Varianten. Das ist sprachlich alles nicht so besonders gelungen. Das eine heißt Familienpflegezeit, das andere Pflegezeit. Letztlich geht es nicht um Familie, sondern es geht darum, dass es einmal eine Möglichkeit, 6 Monate die Arbeitszeit zu verkürzen oder gar nicht mehr zu arbeiten. Und das andere ist eine Möglichkeit, 24 Monate die Arbeitszeit zu verkürzen. Das hat unterschiedliche Voraussetzungen, die ich hier grob angedeutet habe. Es geht jetzt hier nur darum, dass Sie das mal gehört haben und gegebenenfalls, wenn das für Sie in Betracht käme, weiter zu verfolgen. Ich habe hier unten auch wieder so einen Link Ihnen in die Folie gemacht, Wege zur Pflege. Das ist vom Bundesgesundheitsministerium. Da können Sie auch so Berechnungen machen, was für Sie günstig ist, wie sich das auf das Gehalt auswirkt, wenn Sie die Arbeitszeit verkürzen und
solche Sachen. Was zu dem ganzen Thema noch wichtig ist, das Angehörige ist sehr weit. Ich habe hier mal alles, was darunter fällt, aufgeschrieben, also bis Schwiegerkinder und Enkelkinder. Das ist schon ein sehr weites Angehörigenfeld. Und der große, große Haken an der ganzen Sache ist, dass die Arbeitnehmer da zwar einen Anspruch haben, sich freistellen zu lassen von der Arbeit, aber natürlich kein Geld bekommen vom Arbeitgeber und es auch keinen Lohnersatz in anderer Weise gibt, nur eben die Möglichkeit, ein zinsloses Darlehen zu beantragen. Und die Informationen finden Sie hier auch unter dem Link vom Bundesamt für, das habe ich jetzt leider vergessen, aber das können Sie unter dem Link dann nachschauen. In diesem Rahmen ist es auch möglich, wirklich Angehörige in der letzten Lebensphase zu begleiten. Das geht auch, wenn die im Hospiz sind oder eine andere Betreuung in der Zeit schon organisiert ist. Das geht bis zu 3 Monate. Und auch hier ist der Haken wiederum, dass es keinen finanziellen Ausgleich gibt und hier auch tatsächlich kein Darlehen. Was man bei dem Ganzen beachten sollte, ist, dass es insgesamt 24 Monate die Möglichkeit gibt, diese einzelnen Produkte, sage ich jetzt mal, zu nutzen und auch zu kombinieren, aber dass eben diese 24 Monate sind das Ende, länger geht's nicht. Gut, dann würde ich noch mal kurz an Jürgen Walter abgeben. Ja, dann nächste. Jetzt gucken wir uns quasi die Phase an, wenn jemand nach einer, sage ich jetzt mal, Abschluss der Behandlung wieder in den Alltag einsteigt, je nachdem, wie die Erkrankungssituation ist. Und da einfach von meiner Seite 2 Punkte, die ich auch versuche kurz zu machen. Das sind immer so ein bisschen Sprünge, die wir machen, aber weil wir wollen so das ganze Feld abdecken, sind natürlich auch so ein bisschen, da bleiben wir natürlich, ist nur begrenzt möglich. Wenn man zurückgeht in den Beruf, gibt es eigentlich 2 Instrumente, die wir aus der Erfahrung der Beratung für sehr wichtig halten und die man auch letztendlich wirklich nutzen soll. Und ich glaube, es ist auch wichtig, aus unserer Erfahrung mit diesem Thema sich frühzeitig zu beschäftigen, wenn man die Nerven dazu hat, auch wenn es die Erkrankung zulässt. Das eine ist das BEM, das betriebliche Eingliederungsmanagement. Das wird oft von betroffenen Menschen als eine Sanktionsmaßnahme erlebt, weil die Arbeitgeber die Betroffenen anschreiben. Ist aber keine Sanktion. Es ist eigentlich ein Angebot. Die Arbeitgeber sind verpflichtet, nach dem Sozialgesetzbuch dieses BEM anzubieten, dann, wenn jemand im Jahr länger als 6 Wochen krank ist. Also eigentlich müsste jeder Mensch, der im Jahr länger als 6 Wochen krank ist, von seinem Arbeitgeber einen Brief kriegen, dass man jetzt quasi ein Gespräch im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements durchführt. Und da geht es wirklich darum zu klären, liegt die längere Krankheitszeit an irgendwelchen, gibt es da Gründe, die im Arbeitsplatz letztendlich bedingt sind. Das ist bei einer Krebserkrankung in der Regel nicht der Fall, aber die Chance, die da in BEM liegt, ist, wenn man spürt im Verlauf der Erkrankung und auch in der Behandlung, so wie das bisher war, werde ich meine Arbeit nicht mehr ausüben können. Oder ich habe da vielleicht auch Dinge manchmal übertrieben oder ich bin oftmals über meine Grenzen gegangen und. Dass man möglicherweise, je nachdem, wie der Arbeitsplatz ist, dass man dann Schritte gehen kann, genau das zu klären. Unsere Erfahrung ist, das kann man auch nicht pauschalisieren, aber unsere Erfahrung ist, dass es wichtig ist in diesem ganzen Prozess, dass man guckt, dass man Kontakt mit dem Arbeitgeber hält. Da gibt es natürlich Unterschiede, je nachdem, in welchem Bereich man tätig ist. Wenn jemand, wie ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, wenn jemand in einem großen IT-Unternehmen arbeitet, hat man ganz andere Möglichkeiten wie jemand, der als Gerüstbauer arbeitet. Oder wenn jemand in einem kleinen Betrieb mit nur 3 Leuten arbeitet. Da wird es unter Umständen schwierig, wenn jemand lang ausfällt. Aber ich glaube, es ist in jedem Fall hilfreich zu versuchen,
je nachdem, wie die eigene Lebensplanung ist, diese Fragen früh anzugehen. Und da hat das BEM, also das betriebliche Eingliederungsmanagement, kann sehr hilfreich sein, wenn man das nutzt. Man kann sich jemand mitnehmen, der einen unterstützt, eine Person des Vertrauens. Das kann jemand aus dem Personalrat, aus dem Betriebsrat sein. Das kann ein Schwerbehindertenvertreter sein. Das kann jemand von einem Sozialverband sein. Wie auch wir vom Sozialdienst haben schon Menschen im BEM begleitet, die wir hier beraten haben, wenn wir die lange gekannt haben. Also ich kann Sie nur ermuntern, dieses Instrument aktiv zu nutzen in ihrer jeweiligen Situation und sich da auch nochmal Unterstützung zu holen, wenn sie von ihrem Arbeitgeber da angeschrieben werden. Wenn das gerade in der Phase der Akutbehandlung ist, wenn sie gerade durch eine Chemotherapie abgeschossen sind, ich sage es mal so, ist es vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, aber unter Umständen später. Aber dass man das quasi sich im Hinterkopf behält, wenn da mal was kommt, das könnte auch zum eigenen Nutzen sein. Und die nächste Folie bitte. Der zweite Punkt ist eben dann dieses Instrument der stufenweisen Wiedereingliederung. Das greift eigentlich dann, wenn man länger als 6 Wochen krank ist. Das kann über die Krankenkasse laufen oder gegebenenfalls, wenn man eine Reha gemacht hat, über den Rentenversicherungsträger, im Einzelfall auch über die Agentur für Arbeit, zum Beispiel, wenn man Arbeitslosengeld bezieht. In dieser Zeit ist man noch arbeitsunfähig. Das ist wichtig. Und da geht es eigentlich wirklich darum zu prüfen, wie ist denn das Leistungsvermögen, wie schafft man es jetzt mit den Belastungen am Arbeitsplatz klarzukommen, und man macht quasi mit seinem Arzt gemeinsam, macht man wieder einen Wiedereingliederungsplan, man legt fest, in welchen Schritten man wieder zurückkehrt an den Arbeitsplatz. Wenn man jetzt Vollzeit gearbeitet hat, beispielsweise in 4 Stunden, 5 Stunden, 7 Stunden oder 6 Stunden Schritten, je nachdem. So in der Regel dauern diese Maßnahmen 4 bis 8 Wochen, können aber im Einzelfall auch bis zum halben Jahr dauern. Kann unterbrochen werden bis zu einer bestimmten Zeit. Wenn sie zu lange unterbrochen ist, sagt man, sie ist gescheitert. Aber in der Regel ist auch das ein gutes Instrument, um abzuprüfen, wie man denn am Arbeitsplatz wieder zurechtkommt. Man muss wissen, man kriegt in dieser Zeit, wenn es von der Krankenkasse, über die Krankenkasse läuft Krankengeld, das heißt, der Krankengeldanspruch reduziert sich und man ist noch arbeitsunfähig. Also man ist noch in diesem mehr oder weniger geschützten Status. Und damit würde ich jetzt, glaube ich, wieder an Frau Flex übergeben. Genau. Wir kommen dann jetzt in den Endspurt. Ich würde noch eine Sache sagen zu dem BEM, die Teilnahme an diesem betrieblichen Eingliederungsmanagement und gerade an diesem Gespräch ist wichtig, weil eine Kündigung wegen Krankheit deutlich einfacher ist, wenn man nicht an diesen Gesprächen teilgenommen hat. Und es, auch wenn diese Gespräche schwer fallen, es doch einfach auch ein Beitrag zur Sicherung des eigenen Arbeitsplatzes ist. Was ich dann nach der Wiedereingliederung auch immer noch mal die Frage stellt, ist, dass häufig gerade zu der Zeit die Schwerbehinderung ausläuft oder die Heilungsbewährung endet und ein neuer Antrag auf Schwerbehinderung gestellt werden muss. Mit der Heilungsbewährung ist es ja so, dass bei Krebserkrankungen gilt die Schwerbehinderung erstmal 5 Jahre, automatisch aufgrund der Diagnose. Und bei dem Neuantrag ist es ganz wichtig, eben alle bestehenden Beeinträchtigungen zu benennen. Und die Diagnosen allein reichen nicht. Da ist es also wichtig, sich die Unterstützung der Ärzte zu suchen und sich auch selber mal zu überlegen, was kann ich, wo habe ich Probleme, und das alles aufzuschreiben. Wichtig ist die neue Schwerbehinderung, weil sie eben nicht mehr automatisch diesen Grad der Behinderung von 50 haben, der den Kündigungsschutz mit sich bringt. In der Regel, manchmal kann man auch noch weiter über der 50 sein, aber eben oft ist es nicht. Und dann geht es darum, wirklich alles, was man noch an Krankheiten vielleicht hat, zusammenzutragen, um wenigstens einen Grad der Behinderung von 30 zu bekommen, weil das eine Möglichkeit ist, eben einen Teil der Nachteilsausgleiche aufgrund der Schwerbehinderung sich zu erhalten. Und insbesondere, das Wichtige ist eben der besondere Kündigungsschutz, den der Jürgen Walter vorher schon erwähnt hat, dass man eben nur mit Zustimmung des Integrationsamtes gekündigt werden kann. Jetzt haben wir wieder einen Blackout, Frau Flex. Sie waren mal kurz weg, Frau Flex. Vielleicht ich noch war kurz, habe ich gar nicht, hab ja. ich gar nicht gemerkt. Also vielleicht, wenn Sie noch mal zu den Möglichkeiten der Gleichstellung, wenn Sie da anfangen, da waren Sie kurz weg. Okay, also die Gleichstellung ist einfach
für die Gleichstellung ist es wichtig, den Grad der Behinderung von 30 nochmal zu erreichen, weil mit der Gleichstellung, weil ich den Antrag auf Gleichstellung nur dann stellen kann, wenn ich diesen Grad der Behinderung von 30 habe. Und das ist einfach die Eintrittskarte, um sich einen Teil der Nachteilsausgleiche für die Schwerbehinderung zu erhalten. Und das ist insbesondere der besondere Kündigungsschutz. Was man auch mit der Gleichstellung nicht mehr weiterbekommt, ist Zusatzurlaub oder die Rente wegen Schwerbehinderung. Die Gleichstellung, jetzt nochmal genauer erklärt, ist einfach so, es muss im Rahmen des Antrags auf eine neue Schwerbehinderung ein Grad der Behinderung von 30 festgestellt werden. Damit kann ich dann einen Antrag bei der Arbeitsagentur auf Gleichstellung stellen mit dem Hinweis, dass mein Arbeitsplatz gefährdet ist. Das ist insbesondere dann, wenn die bei Menschen, die Angst haben, dass sie ihre Arbeit verlieren, weil sie häufig fehlen, noch aufgrund von Nachbehandlungen oder einfach, weil sie noch nicht so belastbar sind nach einer Krebserkrankung oder vielleicht auch nicht mehr so mobil, um sich da den Kündigungsschutz zu bewahren. Der Arbeitgeber erfährt davon natürlich, wenn der Antrag bei der Arbeitsagentur gestellt wird, und er wird auch zur Stellungnahme aufgefordert. Logischerweise kann man das nicht heimlich oder ohne Kenntnis des Arbeitgebers machen, was manchen Leuten unangenehm ist. Aber es hat einfach dann auch den Vorteil des besonderen Kündigungsschutzes. Ich habe hier nochmal diese verschiedenen Informationsmöglichkeiten zusammengetragen, auch hier bei der Arbeitsagentur. Da ist auch gleich möglich, den Antrag sich downzuloaden und entsprechend das auch erklärt, wie das weiter vonstatten geht. Okay, dann noch ein Punkt, der eben auch nach der Wiedereingliederung häufig sich stellt, ist, ob überhaupt noch eine Vollzeittätigkeit gewünscht ist. Es geht ja nicht nur darum, ob man es noch kann, sondern auch darum, ob man es noch möchte. Und welche Möglichkeiten es gibt, dann in eine Teilzeitarbeit zu wechseln, sofern es der Arbeitsplatz möglich macht. Es gibt da zwei Möglichkeiten. Zum einen eben die alle haben, auch ohne eine Schwerbehinderung und ohne Erkrankung. Da muss man dann aufpassen, welche Variante man wählt. Bei der einen gibt es die Möglichkeit, irgendwann wieder auf Vollzeit umzusteigen und bei der sogenannten Brückenteilzeit. Und sonst ist einfach so, dass man dauerhaft in Teilzeit bleiben muss. Es gibt dann jenseits dieser gesetzlichen Regelungen noch besondere Regelungen für Schwerbehinderte. Die sind aber in der Regel ja sehr schwammig, wie Sie hier auf der Folie auch lesen können. Arbeitgeber muss zustimmen, betriebliche Gründe. Das ist letztlich dasselbe wie oben. Aber es ist auch nochmal eine Möglichkeit, wenn das nach dem Teilzeitbefristungsgesetz die Voraussetzungen der Mindestarbeitnehmer nicht erfüllt ist, eine Teilzeitarbeit durchzusetzen. Die habe ich auch noch mal unten groß hingeschrieben, sieht man jetzt leider nicht. Es ist wichtig, sich da auf jeden Fall eingehend beraten zu lassen, weil es dann auch natürlich darum geht, die späteren Rentenansprüche zu berücksichtigen. Und häufig ist es auch möglich, eben so eine Teilzeit mit einer aktuellen Teilzeitrente zu verbinden und dass man da dann sowohl finanziell als auch für sich selber, für die Gesundheit eine gute Lösung findet. Okay, das lasse ich einfach so stehen. Es gibt für Menschen nach Krebserkrankungen gibt es gewisse Programme, die sie dabei begleiten, wirklich bei allen, was es noch an Nebenwirkungen und Spätwirkungen hat. Da kann man sich entsprechend hier unter den Stichworten oder dann auch bei uns beim KIT informieren. Das war's. Dann würde ich
an alle zurückgeben. Hier nochmal vielen Dank an alle, die durchgehalten haben. Wir haben jetzt doch sehr lange gebraucht.